Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Mira Hörbuch. Wir freuen uns, Ihnen das Hörbuch zum Roman Rebeccas Traum der Bestseller-Autorin Nora Roberts präsentieren zu dürfen. Erzählt wird die Geschichte Rebeccas, die alle Brücken hinter sich abbricht, um auf Korfu ein neues Leben zu beginnen und sich ihre Träume zu erfüllen. Einmal reich sein und von allen begehrt werden. Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Sehnsucht und Leidenschaft und erleben Sie mit, wie Rebecca ihrer großen Liebe begegnet. Werden Rebeccas Wünsche in Erfüllung gehen oder wird die Realität sie einholen? Und wie wird ihr Traummann reagieren, wenn er erfährt, dass Rebecca nicht die ist, für die sie sich ausgibt? Rebeccas Traum wird gesprochen von Gerd Ahlzen. Und nun viel Vergnügen! Rebecca wusste, es war verrückt. Aber genau das war es, was sie daran reizte. Es war gegen jede Vernunft und widersprach eigentlich ihrem Wesen. Aber sie erlebte gerade die aufregendste Zeit ihres Lebens. Vom Balkon ihrer Suite aus hatte sie einen wundervollen Ausblick auf das tiefblaue Wasser des Ionischen Meeres. Die Sonne ging gerade unter und warf leuchtend rote Strahlen über das nur leicht bewegte Wasser. Korfu. Schon allein der Name klang geheimnisvoll und verlockend. Und sie war hier, wirklich hier. Sie, Rebecca Malone, eine nüchtern denkende und ebenso handelnde Frau, die sich vorher nie mehr als ein paar hundert Kilometer von Philadelphia entfernt hatte, war in Griechenland. Und zwar auf Korfu, einem der bevorzugten Ferienparadiese Europas. Aber so hatte sie es sich auch vorgestellt. Nur vom Besten. Solange es eben ging. Dazu war sie fest entschlossen. Rebeccas Chef hatte sie ungläubig angesehen, als sie ihm von ihrem Vorhaben erzählte und ihm anschließend die Kündigung überreicht hatte. Ihr war klar gewesen, dass er für ihren Entschluss niemals wirkliches Verständnis aufbringen würde. Rebecca arbeitete bei einer der besten Steuerberatungsfirmen Philadelphias als Buchhalterin. Sie bekam ein ansehnliches Gehalt und hatte gute Aufstiegschancen. Auch ihre Freunde hatten sich sehr gewundert, dass sie diesen Job aufgab, ohne einen besseren gefunden zu haben. Aber Rebecca hatte sich um all dies nicht gekümmert. Als ihr letzter Arbeitstag gekommen war, hatte sie ihren Schreibtisch aufgeräumt, ihre Sachen eingepackt und war gegangen. Als sie dann auch noch ihre Wohnung mitsamt der Einrichtung innerhalb einer Woche verkauft hatte, zweifelten wirklich einige Freunde und Bekannte an ihrem Verstand. Aber Rebecca hatte sich niemals klarer bei Verstand gefühlt. Nun besaß sie tatsächlich nicht mehr, als in einen Koffer passte. Sie hatte keinerlei Verpflichtungen und seit 6 Wochen keine Rechenmaschine und Steuerbelege mehr zu Gesicht bekommen. Zum ersten Mal und vielleicht zum letzten Mal in ihrem Leben war sie völlig frei und ungebunden. Sie stand nicht unter Zeitdruck, brauchte morgens ihren Kaffee nicht in Eile hinunterzustürzen und nach der Uhr zu leben. Sie hatte nicht einmal einen Wecker eingepackt. Sie besaß gar keinen mehr. Verrückt. Nein, Rebecca schüttelte den Kopf und lachte. Sie war entschlossen, das Leben in vollen Zügen zu genießen, solange es nur irgend ging. Der Tod ihrer Tante Jenny war der Wendepunkt in ihrem Leben gewesen. Völlig unerwartet stand Rebecca ohne jeden weiteren Verwandten in der Welt allein da. Tante Jenny hatte ihr Leben lang hart gearbeitet. Sie war immer pünktlich gewesen, immer zuverlässig. Ihre Stellung als Leiterin einer Bibliothek war ihr einziger Lebensinhalt gewesen. Sie hatte niemals auch nur einen Tag gefehlt oder auch nur einmal ihre Pflicht nicht erfüllt. Sie war ein Mensch gewesen, der seine Versprechen immer einhielt und auf den man sich verlassen konnte. Mehr als nur einmal hatte man Rebecca gesagt, sie ähnele ihrer Tante sehr. Sie war zwar erst 24, aber sie war ebenso korrekt und solide wie ihre unverheiratete Tante. Tante Jenny hatte gerade 2 Monate Zeit gehabt, Reisepläne zu schmieden und ihr wohlverdientes Rentenalter zu genießen.
Dann war sie im Alter von 65 Jahren gestorben. Mehr Zeit war ihr nicht geblieben, die Früchte ihres langen Arbeitslebens zu genießen. Zuerst hatte Rebecca außer großer Traurigkeit nichts verspürt. Doch nach und nach war ihr klar geworden, dass sie das gleiche Schicksal erwartete, wenn sie weiterlebte wie bisher. Sie arbeitete, schlief und aß allein in ihrer schönen Wohnung, die sie von ihrer Tante geerbt hatte. Sie besaß einen kleinen Kreis netter Freunde, auf die sie sich in schwierigen Zeiten verlassen konnte. Rebecca war ein Mensch, der sich immer zu helfen wusste. Sie würde niemals jemanden mit ihren Problemen belasten. Sie hatte nämlich keine. Irgendwann begriff sie dann, dass sie ihr Leben ändern musste. Und sie tat es. Es war eigentlich kein Davonlaufen gewesen, eher ein sich Befreien von vielen Zwängen und starren Gewohnheiten. Bisher hatte sie immer getan, was man von ihr erwartete. Sie hatte immer versucht, wenig Aufhebens um ihre Person zu machen. Während ihrer Schulzeit war sie ein eher schüchternes Mädchen gewesen, das lieber las, als mit ihren Altersgenossen herumzutollen. Als sie dann aufs College ging, wollte sie Tante Ginnys Erwartungen erfüllen und saß noch mehr über ihren Büchern als vorher. Rebecca hatte schon immer gut mit Zahlen umgehen können, und zudem war sie sehr gewissenhaft. Was lag da näher, als dies zu ihrem Beruf zu machen? Es war eine Arbeit gewesen, die ihr entsprach und ihr auch Spaß machte. Und nun war sie dabei, sich selbst kennenzulernen. Die Rebecca Malone, die sie nicht kannte. In den Wochen oder Monaten, die vor ihr lagen, wollte sie mehr über sich erfahren. Außerdem war sie entschlossen, sich so zu akzeptieren und zu mögen, wie sie war. Wenn ihr Geld aufgebraucht sein würde, würde sie sich einen neuen Job suchen und wieder die vernünftige, praktische Rebecca werden. Aber bis zu diesem ungewissen Zeitpunkt würde sie reich sein, ohne Verpflichtung und bereit, alles auf sich zukommen zu lassen. Und plötzlich merkte sie, dass sie Hunger hatte. Stephanos sah Rebecca, als sie das Restaurant betrat. Sie war eigentlich keine wirkliche Schönheit. Schöne Frauen sah man jeden Tag. Aber an dieser war etwas, das ihn faszinierte. Sie ging stolz und aufrecht, als gehöre ihr die Welt. Stephanos betrachtete die Fremde genauer. Sie war schlank und besaß eine gute Figur und helle Haut. Sie muss gerade angekommen sein, dachte er. Das weiße Strandkleid ließ Schulter und Rücken frei und stand in aufregendem Gegensatz zu dem pechschwarzen, kurzgeschnittenen Haar. Sie blieb stehen und holte Luft, wie es schien. Dann lächelte sie dem Kellner zu und ließ sich von ihm an einen freien Tisch führen. Stephanos gefiel ihr Gesicht. Es wirkte fröhlich, intelligent und offen. Besonders beeindruckend fand er ihre Augen. Sie waren von einem blassen, beinahe durchsichtigen Grau. Aber in ihrem Ausdruck war absolut nichts Blasses. Wieder lächelte die Frau dem Kellner zu und sah sich im Raum um. Sie machte auf ihn den Eindruck, als wäre sie in ihrem Leben nie glücklicher gewesen als jetzt. Schließlich trafen sich ihre Blicke. Rebecca schaute rasch in eine andere Richtung, als sie bemerkte, dass der hochgewachsene, gut aussehende Mann an der Bar sie ansah. Sie wurde oft von Männern bewundernd betrachtet, aber diese Blicke machten sie verlegen. Sie wusste nie, wie sie damit umgehen sollte. Um ihre Verwirrung zu verbergen, nahm sie die Speisekarte zur Hand. Eigentlich hatte Stephanos gehen wollen, aber impulsiv entschied er sich anders. Er winkte den Kellner heran und sprach ein paar Worte mit ihm. Der Kellner nickte und verschwand. Gleich darauf brachte er eine Flasche Champagner an Rebeccas Tisch. »Mit der besten Empfehlung von Mr. Nicodemus«, sagte er und deutete unauffällig mit dem Kopf zur Bar. Rebecca sah überrascht hinüber. »Also ich«, stammelte sie. Doch dann riss sie sich zusammen. Eine Frau von Welt durfte sich doch nicht von einer Flasche Champagner aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Warum sollte sie das Geschenk eines ausgesprochen attraktiven Mannes nicht annehmen? Und vielleicht sogar ein wenig mit ihm flirten? Fasziniert beobachtete Stephanos das wechselnde Mienenspiel auf dem Gesicht der Unbekannten. Kurz zuvor hat er noch ein Gefühl der Langeweile empfunden. Plötzlich war es wie weggeblasen.
Als sie die Hand leicht hob und ihm zulächelte, ahnte er nicht, dass ihr Herz heftig schlug. Er nahm es nur als eine Geste des Dankes und als Einladung, an ihren Tisch zu kommen. Als er auf ihren Tisch zukam, bemerkte Rebecca erst, wie blendend dieser Mann aussah. Er war schlank und hochgewachsen und hatte dichtes blondes Haar. Seine Haut war sonnengebräunt und an seinem Kinn entdeckte sie eine kaum sichtbare Narbe. Es war ein ausdrucksstarkes Gesicht mit einem Kinn, das Willensstärke und Energie ausdrückte. Die Augen des Mannes waren dunkelblau. »Guten Abend, ich bin Stephanos Nikodemus.« Er sprach ohne Akzent, mit tiefer, voller Stimme. »Hallo, ich heiße Rebecca, Rebecca Malone.« Rebecca hob zur Begrüßung die Hand. Zu ihrer Überraschung führte er sie an den Mund. Die Berührung seiner warmen Lippen war wie ein Hauch. Unwillkürlich zog Rebecca die Hand schnell wieder zurück. »Vielen Dank für den Champagner.« »Er schien mir Ihrer Stimmung zu entsprechen.« Er sah ihr forschend ins Gesicht, so als erwarte er etwas von ihr. »Sind Sie allein?« »Ja.« Vielleicht war es ein Fehler, dies zuzugeben, aber wenn sie ihr Leben genießen wollte, musste sie eben Risiken eingehen. »Möchten Sie nicht ein Glas mit mir trinken?« Stephanos setzte sich ihr gegenüber. Als der Kellner einschenken wollte, bedeutete er ihm, er würde es selbst tun. »Sind Sie Amerikanerin?« fragte er, nachdem er beide Gläser mit dem perlenden Getränk gefüllt hatte. »Sieht man das nicht?« »Nein, ich hatte eher gedacht, Sie seien Französin, bis ich Ihre Stimme hörte.« »Wirklich?« Rebecca fühlte sich geschmeichelt. »Ich komme gerade aus Paris.« Sie musste sich zwingen, sich nicht ans Haar zu fassen. Sie hatte es in Paris schneiden lassen. Stephanos hob das Glas und sie stießen an. Rebeccas Augen leuchteten. »Waren Sie geschäftlich dort?« fragte er. »Nein, nur zum Vergnügen.« »Was für ein schönes Wort«, dachte sie, »Vergnügen.« »Es ist eine wundervolle Stadt.« »Ja, das stimmt. Fliegen Sie öfter dorthin?« Rebecca lächelte. »Nicht oft genug. Und Sie?« »Ab und zu.« Beinahe hätte sie neidvoll aufgeseufzt. »Fast wäre ich noch länger dort geblieben, aber ich hatte mir vorgenommen, auch noch Griechenland zu sehen.« Sie war allein, ein wenig rastlos und reiselustig. Vielleicht hatte sie ihn deswegen angezogen, denn er war nicht anders. »Ist Korfu Ihr erstes Reiseziel oder waren Sie schon anderswo in Griechenland?« »Nein, ich bin direkt nach Korfu gekommen.« Rebecca trank einen Schluck. Sie hatte das Gefühl zu träumen. Griechenland, Champagner und dann noch dieser Mann. »Es ist wundervoll. Viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe.« »Aha, dann sind Sie zum ersten Mal hier?« Er konnte nicht sagen, warum er sich darüber freute. »Wie lange werden Sie bleiben?« »Solange es mir gefällt.« Rebecca lächelte über das Gefühl der Freiheit, das sie empfand. »Und Sie?« Er hob das Glas. »Nun voraussichtlich wohl länger, als ich eigentlich geplant hatte.« Als der Kellner neben ihm am Tisch auftauchte, bestellte Stephanos auf Griechisch. »Wenn Sie gestatten, suche ich Ihnen Ihr erstes Mal auf dieser Insel aus«, sagte er höflich. Rebecca trank einen weiteren Schluck Champagner. »Ja, sehr gern. Vielen Dank.« Es war so einfach hier zu sitzen, Neues zu erfahren und zu erleben. Sie hatte völlig vergessen, dass sie diesen Mann überhaupt nicht kannte, und sie hatte auch vergessen, dass sie nur für eine begrenzte Zeit auf diese Art würde leben können. Sie sprachen über nichts Bedeutsames, sondern redeten über Paris, das Wetter und den Wein. Trotzdem kam es Rebecca so vor, als wäre es die interessanteste Unterhaltung, die sie je geführt hatte. Stephanos Nikodemos sah sie währenddessen an, als würde er es ebenfalls genießen, sich mit ihr eine Stunde lang über gänzlich Belangloses zu unterhalten. Rebecca hatte das Gefühl, der Mann ihr gegenüber wollte einfach nur ihre Gesellschaft beim Essen und nichts weiter. Deswegen erklärte sie sich auch sofort einverstanden, als er nach dem Essen einen Strandspaziergang vorschlug.
Wie konnte man einen solchen Abend besser beenden als mit einem Spaziergang im Mondlicht? »Von meinem Balkon aus habe ich vorhin eine Weile aufs Meer geschaut«, sagte sie und streifte sich die Schuhe ab, als sie den Strand erreicht hatten. »Ich hätte nicht gedacht, dass es noch schöner aussehen könnte als bei Sonnenuntergang.« »Ja, das Meer wechselt seinen Ausdruck im Licht, wie das Gesicht einer Frau«, meinte er nachdenklich. »Deswegen fühlen sich die Männer auch zu ihm hingezogen.« »Ja, fühlen Sie sich von mir angezogen?« »Ich habe viel Zeit auf dem Wasser verbracht. In meiner Kindheit habe ich an dieser Küste gefischt.« Beim Essen hatte Stephanos ihr erzählt, dass er mit seinem Vater viel zwischen den Inseln umhergereist war. Es muss aufregend gewesen sein, von einem Ort zum anderen zu reisen, jeden Tag etwas anderes zu sehen. Er zuckte mit den Schultern. Stephanos wusste nicht zu sagen, ob die Rastlosigkeit in ihm angeboren oder eine Gewohnheit aus seiner Jugendzeit war. Nein, schlecht war es nicht. »Ich reise gern.« Lachend warf Rebecca ihre Schuhe auf den Sand und ging ans Wasser. Der Champagner und auch das sanfte Mondlicht wirkten leicht berauschend auf sie. Die Brandung schwappte gegen ihren Rock und näßte den Saum. »In einer solchen Nacht wie heute kann ich mir gar nicht vorstellen, einmal wieder nach Hause zu gehen.« »Sie steckt voller Lebensfreude«, fuhr es Stephanos durch den Sinn. »Ihre Gesichtszüge strahlten eine Lebhaftigkeit aus, die bewundernswert ist.« »Wo ist Ihr Zuhause?« fragte er. Sie blickte ihn über die Schulter an. »Ich habe mich noch nicht entschieden, aber jetzt will ich erst einmal schwimmen.« Mit einem Hechtsprung war sie unter der Wasseroberfläche verschwunden. Stephanos blieb beinahe das Herz stehen, als er sie nicht mehr sah. Er hatte gerade seine Schuhe ausgezogen, um ihr nachzuspringen, als sie wieder auftauchte. Sie lachte und das silberne Mondlicht ließ ihr Haar schimmern. Das Wasser lief ihr in Bächen über die Wangen und die Tropfen glitzerten wie Diamanten auf ihrer Haut. Sie bot einen hinreißenden Anblick. »Es ist herrlich, kühl und sanft und wundervoll.« Kopfschüttelnd ging Stephanos tief genug ins Wasser, damit sie seine Hand ergreifen konnte. »Sie ist vielleicht ein wenig verrückt, aber gerade das gefällt mir an ihr«, dachte er. »Sind Sie immer so impulsiv?« »Ich versuche es. Sie nicht?« Sie fuhr sich mit den Fingern durch das nasse Haar. »Oder schicken Sie fremden Frauen immer Champagner an den Tisch?« »Wie ich auch antworte, es wird mich in Schwierigkeiten bringen«, lachte er. »Hier.« Stephanos legte ihr sein Jackett um die Schultern. »Sie sind bezaubernd, Rebecca«, sagte er weich. Er rückte ihr das Jackett am Hals zurecht und sie sah ihn an. »Ich bin nass«, erwiderte sie dann. »Und schön«, sanft zog er sie an sich. »Und faszinierend.« Darüber musste Rebecca lachen. »Das glaube ich zwar nicht, aber trotzdem vielen Dank.« Seine Augen hatten einen besonderen Ausdruck angenommen, der sie erregte. Ihre Haut begann zu prickeln, als sein Blick an ihren vom Meerwasser feuchten Lippen hängen blieb. Sie standen dicht beieinander, so dicht, dass ihre Körper sich berührten. Rebecca begann zu zittern, und sie wusste, es hatte nichts mit ihrer nassen Kleidung und dem leichten Wind zu tun. »Ich glaube, ich muss mich umziehen.« Ihre offensichtliche Unbefangenheit, beinahe Naivität, fesselte Stephanos. Er fühlte, dass er sich mit dem heutigen Abend nicht zufrieden geben würde. Er wollte mehr. Er wollte diese Frau besser kennenlernen. »Wir sehen uns wieder.« »Ja.« Rebeccas Herz schlug heftig. »Die Insel ist ja nicht sehr groß.« Er lächelte und ließ ihre Hand los. Rebecca empfand Erleichterung und Bedauern zugleich. »Morgen. Ich habe morgen früh zuerst etwas Geschäftliches zu erledigen. Um 11 Uhr bin ich aber sicher fertig damit. Falls es Ihnen recht ist, werde ich Ihnen dann Korfu zeigen.« »Einverstanden. Wir können uns in der Hotelhalle treffen.« Es fiel Rebecca schwer, zurückzutreten, aber sie tat es. »Gute Nacht, Stephanos.« Dann vergaß sie, sich wie eine Frau von Welt zu benehmen und rannte zum Hotel zurück. Stephanos sah ihr nach.
Sie verwirrte ihn, weil er sie nicht verstand, und er wollte sie haben. Er kannte diese Gefühle natürlich. Rebecca war jedoch die erste, die sie so rasch und so heftig in ihm geweckt hatte. Aus einem plötzlichen Einfall heraus hatte er ihr den Champagner geschickt, und nun war sie für ihn zu einem Geheimnis geworden, das er lösen wollte und musste. Er lachte leise vor sich hin, dann bückte er sich und hob die Schuhe auf, die sie vergessen hatte. Seit vielen Monaten hatte er sich nicht mehr so lebendig gefühlt. Stephanos gehörte nicht zu den Männern, die ihre Pläne über den Haufen warfen, nur um den Tag mit einer Frau zu verbringen. Vor allem nicht mit Frauen, die er kaum kannte. Er war zwar ein wohlhabender, aber auch ein vielbeschäftigter Mann. Er war es gewohnt, hart zu arbeiten, und es machte ihm Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Sein Zeitplan für Korfu sah keine freie Zeit vor. Normalerweise hielt er Geschäftliches und Vergnügen strikt getrennt, und doch war er plötzlich damit beschäftigt, Termine zu verschieben, nur um auch noch den Nachmittag für Rebecca frei zu haben. Aber er hatte eine Ausrede für sich bereit. Jeder Mann würde eine Frau besser kennenlernen wollen, die bei einer Flasche Champagner mit ihm geflirtet und sich bei einem Strandspaziergang in voller Kleidung ins Wasser geworfen hat. »Ich habe das Treffen mit Theo Harris auf heute Abend um 17:30 verlegt.« Stephanos Sekretärin schrieb rasch ein paar Notizen auf ihren Blog. »Er wird hier ins Hotel in die Suite kommen. Ich habe bereits ein paar Kleinigkeiten zu essen und eine Flasche Ouzo bestellt.« »Sie sind wie immer ausgesprochen tüchtig, Eleni.« Sie lächelte und strich sich eine vorwitzige Locke wieder hinter das Ohr. »Ich versuche es.« Als Stephanos aufstand und ans Fenster trat, blieb sie abwartend stehen. Sie arbeitete nun schon 5 Jahre für ihn, bewunderte seine Energie und seinen Geschäftssinn. Anfangs war sie ein wenig in ihn verliebt gewesen, aber glücklicherweise für sie beide war sie ohne Schaden darüber hinweggekommen. Viele, die sie kannten, rätselten, in welcher Beziehung sie wohl zueinander standen. Aber obwohl sie beinahe freundschaftlich miteinander umgingen, blieb besagte Beziehung auf das Geschäftliche beschränkt. »Rufen Sie Mitsos in Athen an, er möchte den Bericht bis 5 Uhr per Telex schicken. Und ich möchte auch von Leroux aus Paris bis um 5 gehört haben.« »Soll ich ihn anrufen, damit er es nicht vergisst?« »Wenn Sie es für notwendig halten.« Rastlos schob er die Hände in die Hosentaschen. »Warum bin ich auf einmal so unzufrieden?« überlegte er. »Ich bin reich, geschäftlich äußerst erfolgreich und frei.« Als er hinaus aufs Meer schaute, erinnerte es ihn plötzlich an Rebeccas Haut. »Schicken Sie bitte Blumen in Rebecca Malone's Suite, Eleni. Wildblumen. Nichts Elegantes. Heute Nachmittag.« Eleni machte sich einen Vermerk. Sie war neugierig, diese Rebecca Malone kennenzulernen. Stephanos hatte ihr erzählt, dass er gestern Abend mit einer Amerikanerin gegessen hatte. »Und was soll auf der Karte stehen?« »Nur mein Name.« Stephanos hielt nicht viel von großen Worten. »Kann ich noch etwas für Sie tun?« »Ja.« Er wandte sich um und lächelte sie freundlich an. »Nehmen Sie sich eine Stunde frei und gehen Sie ein bisschen an den Strand«, schlug er ihr vor. Eleni stand auf. »Irgendwie werde ich es wohl einrichten können. Danke. Einen schönen Nachmittag, Stephanos«, sagte sie lächelnd. Stephanos hatte vor, diesen Nachmittag zu einem schönen Erlebnis werden zu lassen. Als Eleni gegangen war, warf er einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war 11:15. Er hätte eigentlich noch etwas erledigen können. Stattdessen nahm er Rebeccas Schuhe zur Hand. Nach längerem Überlegen entschied Rebecca sich für eine mit großen Blüten bedruckte, weichfallende Hose und eine weiße Wickelbluse aus feinem Leinen mit einem auffallend großen Kragen, der Rebeccas schönes Dekolleté betonte. Sie hatte keine große Auswahl, da alle ihre Kleider gut in einen Koffer passten. Allerdings hatte sie auf ihrer Reise quer durch Europa hier und dort etwas Schickes gesehen und auch gekauft. Jedes einzelne Kleidungsstück unterschied sich grundlegend von den gedeckten Farben und dem schlicht eleganten Stil, den sie in der Firma getragen hatte.
Rebecca wusste nicht, wo sie den Tag verbringen würde, aber es machte ihr nicht das Geringste aus. Der Tag hatte schon herrlich begonnen. Als sie aufwachte, fühlte sie immer noch die Wirkung des Champagners. Aber ein appetitliches Frühstück und ein Bad hatten die Benommenheit sogleich vertrieben. Noch immer fiel es ihr schwer zu glauben, dass sie mit ihrer Zeit anfangen konnte, was sie wollte, und dass sie den gestrigen Abend mit einem Mann verbracht hatte, den sie kaum kannte. Tante Jeanne hätte bestimmt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sie besorgt an die Gefahren erinnert, denen eine alleinstehende Frau ausgesetzt war. Aber ganz bestimmt würden einige ihrer Freundinnen gerne an ihrer Stelle gewesen sein, wenn sie wüssten, dass sie mit diesem beeindruckenden Mann im Mondschein spazieren gegangen war. Wenn sie sein Jackett nicht als Beweis gehabt hätte, vielleicht hätte Rebecca geglaubt, sie habe alles geträumt. Wie oft hatte sie sich heimlich in ihren Träumen vorgestellt, an einem romantischen Ort mit einem faszinierenden Mann bei Mondlicht und sanfter Musik zusammen zu sein. Aber die Wirklichkeit war ganz anders gewesen. Noch immer konnte sie sich sehr gut an dieses kribbelnde, beunruhigende Gefühl erinnern, das sie in seiner Nähe erfüllt hatte. Als sein voller sinnlicher Mund nur einige wenige Zentimeter von ihrem entfernt gewesen war und der Champagner sie empfänglicher für erotische Stimmungen gemacht hatte. Und wenn er sie geküsst hätte, wie hätten seine Lippen geschmeckt? Unwillkürlich strich sie sich über den Mund. Schon nach diesem ersten Abend war Rebecca sicher, dass Stephanos ein erfahrener und sicher auch einfühlsamer Mann war. Wie hätte sie sich jedoch verhalten? Sicherlich wäre sie fürchterlich unsicher und verlegen gewesen, wenn er sie einfach geküsst hätte. Kopfschüttelnd griff sie nach der Haarbürste und fing an, sich die Haare zu bürsten. Aber er hatte sie wiedersehen wollen. Rebecca war sich nicht ganz sicher, ob sie nun enttäuscht sein sollte, weil er sie nicht geküsst hatte oder nicht. Natürlich hatte sie früher schon andere Männer geküsst. Sie wurde allerdings das erregende Gefühl nicht los, dass es mit Stephanos völlig anders sein würde. Und es konnte sein, dass sie mehr von ihm wollte, mehr geben würde, als sie je einem Mann gegeben hatte. »Warum machst du dir eigentlich solche Gedanken?« fragte sie sich und seufzte leise. Sie hatte nicht vor, sich mit ihm auf eine kurzfristige Affäre einzulassen. Weder mit ihm noch mit irgendeinem anderen Mann. Selbst die neue Rebecca Malone fand keinen Gefallen an solchen Abenteuern. Aber wer weiß, vielleicht würde sich doch eine Beziehung entwickeln, an die sie sich noch erinnern würde, wenn sie Griechenland schon längst wieder verlassen hatte. Rebecca warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel. Sie war mit ihrem Aussehen zufrieden. Sie sah auf die Uhr. Noch ungefähr eine Viertelstunde. Erst wollte sie hinuntergehen und in der Hotelhalle auf ihn warten. Dann überlegte sie es sich anders. Sie wollte nicht den Eindruck erwecken, als könne sie sein Kommen kaum erwarten. Da klopfte es an die Tür. »Hallo!« Stephanos sah sie lächelnd an, als sie die Zimmertür öffnete. Er streckte ihr die Schuhe entgegen. »Ich dachte, Sie bräuchten sie vielleicht.« Rebecca lachte bei dem Gedanken an ihr ungewöhnliches Bad gestern Abend. »Ich habe noch gar nicht bemerkt, dass ich Sie am Strand vergessen habe. Kommen Sie doch herein.« Sie nahm die Schuhe und stellte sie in den Schrank. Dann drehte sie sich wieder um. »So, ich bin fertig. Meinetwegen können wir gehen.« »Ich bin mit dem Jeep gekommen«, meinte Stephanos. »Einige Straßen bei uns sind nicht gerade im besten Zustand.« »Ach, davor habe ich keine Angst«, lachte Rebecca. Sie nahm ihre Strandtasche und einen breitkrempigen Hut gegen die Sonne. Dann erinnerte sie sich an etwas und öffnete den Schrank noch einmal. »Hier, Ihr Jackett. Mit vielem Dank zurück. Ich habe vergessen, es Ihnen gestern Abend zu geben.« Sie hängte sich die Tasche über die Schulter. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich ein wenig fotografiere?« Fragend sah sie Stephanos an. »Nein. Warum?« »Gut, weil ich gern Fotos mache. Manchmal kann ich kaum aufhören.« Sie lachte.
Als Rebecca neben Stephanos im Jeep saß und durch die Landschaft fuhr, machte sie Bilder von den Schafen, den Eseln, den schwarz gekleideten alten Frauen und den silbern schimmernden Kronen uralter Olivenbäume. Schließlich machten sie eine kleine Pause, nicht weit vom Meer. Steil fiel der Abhang neben der Straße bis zum Meer ab. Unten leuchteten die weiß gekalkten und ziegelgedeckten Häuser eines kleinen Dorfes in der grellen Sonne. Die Luft war klar und voller unbekannter Düfte. Rebecca wusste, diese Stimmung würde sie nicht mit ihrer Kamera einfangen können, und sie legte sie wieder in ihre Tasche. Versonnen schaute sie auf das tiefblaue Meer hinaus. Fischerboote lagen vor der Küste und große, weiß-grau gefiederte Möwen kreisten mit schrillem Schrei dicht über den Kuttern. Am Strand lagen weit ausgebreitet die Netze der Fischer zum Trocknen. Es ist wunderschön. Alles wirkt ruhig und voller Frieden. Ich stelle mir vor, wie die Frauen in den alten Öfen ihr Brot backen und sehe die heimkommenden Fischer vor mir. Es duftet nach warmem Brot und dem Salz des Meeres, sagte Rebecca verträumt. Hier sieht es aus, als habe sich in den letzten 100 Jahren nichts verändert. Das hat es sich auch kaum. Wir hängen an den alten Dingen. Stephanos sah nun selbst hinab auf das Meer. Es freute ihn, dass Rebecca sich an so schlichten Sachen begeistern konnte. Ich habe die Akropolis bisher nur auf Abbildungen gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sehr viel beeindruckender ist als dies hier, meinte sie und hob das Gesicht in den Wind. Es war ein unvergesslicher Eindruck, den sie von hier mitnehmen würde. Die unvergleichliche Aussicht, der würzige Geruch des Meeres und dieser Mann neben ihr. Sie wandte sich um. Ich habe Ihnen noch gar nicht dafür gedankt, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir all dies zu zeigen. Er ergriff ihre Hand, führte sie diesmal aber nicht an seine Lippen, sondern hielt sie nur fest. Es gefällt mir, das Gewohnte durch die Augen eines anderen Menschen zu sehen, durch ihre Augen. Auf einmal schien Rebecca der Rand des Cliffs zu nahe und die Sonne zu heiß zu sein. Reichte allein seine Berührung, um diese seltsamen Gefühle in ihr auszulösen? Rebecca schaffte es mit Mühe, ein Lächeln zustande zu bringen und ihre Stimme normal klingen zu lassen. Wenn Sie jemals nach Philadelphia kommen sollten, würde ich mich gern revanchieren, erwiderte sie charmant. Stephanos hatte das Gefühl, in ihren Augen kurz den Ausdruck von Furcht zu entdecken. Ja, sie schien verletzlich zu sein. Bislang hatte er es sorgsam vermieden, nähere Bekanntschaften mit Frauen einzugehen, die ihm ängstlich erschienen waren. Versprochen ist versprochen, antwortete er lächelnd. Sie stiegen wieder in den Jeep und fuhren weiter die holprige Straße entlang, die sie immer weiter bergauf führte. Stephanos zeigte ihr auch einige der seltenen wilden Bergziegen Griechenlands. Oft kamen sie auch an großen Schafherden vorbei, die sich auf den kargen Bergweiden mühsam ihr Futter suchten. Und überall blühten wunderschöne Wildblumen, die Rebecca noch nie vorher gesehen hatte. Mehrere Male bat sie ihn anzuhalten, damit sie fotografieren konnte. Voller Entzücken beugte sie sich über die zartblauen, sternförmigen Blüten eines niedrigen Busches, der zwischen Felsspalten wuchs. Stephanos wurde klar, wie lange er diese kleinen und doch so wichtigen Dinge um sich herum nicht mehr wahrgenommen hatte. Immer wieder warf er einen verstohlenen und bewundernden Blick auf Rebecca, die mit dem Wind flatternden Haaren im Sonnenlicht stand und eine Blüte oder einen knorrigen Baum fotografierte. Oft führte die Straße an steil in die Tiefe abfallenden Cliffs entlang. Aber Rebecca empfand seltsamerweise keine Angst bei dem Blick in die gähnende Tiefe. Sie hatte das Gefühl, ein völlig anderer Mensch zu sein. Lachend hielt sie ihren Strohhut fest, als der Fahrtwind ihn fortzuwehen drohte. Sie hatte sich in ihrem Leben noch nie so frei und lebendig gefühlt. Die Landschaft ist atemberaubend schön, rief sie gegen den Wind
und den Lärm des Motors an. So etwas Wundervolles habe ich noch nicht gesehen. Rebecca holte ihre Kamera immer wieder heraus und fotografierte, aus einem plötzlichen Einfall heraus, Stephanos. Gegen die grelle Sonne trug er zwar eine Sonnenbrille, aber keinen Hut. Stephanos bremste und hielt an. Dann bat er Rebecca um die Kamera und machte ebenfalls ein Foto von ihr. »Hungrig?«, fragte er, als er sie ihr wiedergab. Rebecca strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Wie ein Bär!« Er beugte sich hinüber, um ihr die Tür zu öffnen. Dabei berührte er Rebecca, und sie empfand diese Berührung wie einen elektrischen Schlag. Unwillkürlich zuckte sie zurück. Er bemerkte es und nahm seinen Arm wieder fort. Sein Gesicht war nicht weit von ihrem entfernt, und in seinen blauen Augen lag ein besonderer Ausdruck. Dann hob er langsam die Hand und strich Rebecca leicht über die Wange. Es war kaum wie ein Hauch. »Hast du Angst vor mir?« Er duzte sie jetzt, und Rebecca kam es völlig natürlich vor. »Nein.« Es stimmte, sie hatte keine Angst vor ihm. »Sollte ich Angst vor dir haben?« Das Du ging ihr ganz leicht von den Lippen, wie sie verwundert feststellte. Stephanos lächelte nicht. Durch die getönten Gläser seiner Sonnenbrille sah Rebecca, dass er sie forschend anblickte. »Ich bin mir da nicht ganz sicher.« Als er sich wieder zurücklehnte, schien Rebecca erleichtert zu sein. Er las es in ihren Augen. »Wir werden erst ein wenig gehen müssen«, wechselte er dann schnell das Thema und griff nach dem Picknickkorb auf dem Rücksitz. Ziemlich verwirrt stieg Rebecca aus. »Meine Güte«, dachte sie, »ich benehme mich ja wie ein Teenager. Sobald Stephanos mir näher kommt, fange ich an zu zittern.« Stephanos hob den Korb heraus und trat neben Rebecca. Er ergriff ihre Hand und sie ließ es geschehen. Schweigend gingen Rebecca und Stephanos den schmalen Pfad entlang, der unter uralten, knorrigen Olivenbäumen entlangführte. Nur ab und zu fiel ein Sonnenstrahl durch die dichten Kronen der gewaltigen Bäume. Das Meer war hier nicht mehr zu vernehmen. Nur manchmal drang dünn der schrille Schrei einer Möwe zu ihnen herüber. Diese Gegend schien unbewohnt zu sein. Rebecca war aufgefallen, dass sie schon seit einiger Zeit niemandem mehr begegnet waren. Endlich blieb Stephanos vor einem grasbewachsenen Fleck unter einem riesigen Olivenbaum stehen. »Gefällt dir dieser Platz?« »Oh, es ist bezaubernd hier.« Rebecca sah sich um. Dann nahm sie die Decke aus dem Korb und breitete sie auf dem spärlichen Gras aus. »Ich habe schon lange kein Picknick mehr gemacht und noch nie in einem Olivenhain.« Da fiel ihr etwas ein. »Dürfen wir uns hier eigentlich aufhalten?« »Ja, ganz bestimmt.« Er lachte. »Wieso bist du dir da so sicher?« erkundigte sich Rebecca zweifelnd. »Kennst du denn den Besitzer?« »Der Besitzer bin ich.« Er zog behutsam den Korken aus der Weinflasche. »Oh!« Rebecca sah sich noch einmal um. »Es klingt sehr romantisch, einen eigenen Olivenhain zu besitzen.« Stephanos sah sie nur an, sagte aber nichts. »Wenn sie wüsste, wie viele ich davon noch besitze«, dachte er amüsiert. Aber für ihn hatte es nichts mit Romantik zu tun. Sie brachten ihm Gewinn und ernährten ihn. Er reichte Rebecca ein gefülltes Glas und stieß mit ihr an. »Dann auf die Romantik«, sagte er lächelnd. Rebecca kämpfte gegen die aufsteigende Schüchternheit an und senkte die Lider. »Ich hoffe, du bist hungrig. Es sieht alles sehr verlockend aus«, sagte er und holte die restlichen Sachen aus dem Korb. Es gab schwarze, glänzende Oliven, Schafskäse, kaltes Lamm und frisches Weißbrot. Dazu mehrere Sorten Obst. Rebecca fühlte, dass sie sich langsam entspannte. »Du hast mir eigentlich sehr wenig von dir erzählt«, meinte Stephanos. »Ich weiß kaum mehr, als dass du aus Philadelphia stammst und gern reist.« »Was soll ich ihm erzählen?«, dachte Rebecca. »Einen Mann wie ihn wird die Lebensgeschichte der Rebecca Malone sicherlich langweilen.
So wählte sie einen Mittelweg zwischen Wunsch und Wirklichkeit, weil sie Stephanos auch nicht anlügen wollte. »Es gibt tatsächlich nicht mehr viel zu erzählen. Ich wuchs in Philadelphia auf. Meine Eltern starben, als ich noch ein Teenager war, und meine Tante Jeannie nahm mich bei sich auf. Sie hat sich sehr liebevoll um mich gekümmert, und ich konnte den schweren Verlust besser ertragen. Ja, es ist schlimm, seine Eltern so früh zu verlieren. Es nimmt einem die Kindheit«, meinte Stephanos voller Mitgefühl. Er steckte sich einen der schlanken Zigarillos an, die er rauchte. Er selbst hatte seinen Vater mit 16 verloren, und er erinnerte sich noch zu gut, wie schrecklich es gewesen war, plötzlich als Vollweise in der Welt dazustehen. Seine Mutter war gestorben, als er noch ein kleiner Junge gewesen war. Er konnte sich an sie nicht mehr erinnern. »Ja.« Rebecca fühlte, dass er sie verstand, und sie empfand auf einmal ein warmes Gefühl für ihn. »Vielleicht reise ich deswegen so gern. Immer wenn man an einen neuen, unbekannten Ort kommt, wird man in gewisser Weise wieder zum Kind.« »Dann suchst du also nicht nach einem Ort, an dem du zu Hause sein kannst?« Rebecca warf ihm rasch einen Blick zu. Stephanos hatte sich gegen den Stamm des Olivenbaumes gelehnt und rauchte genüsslich sein Zigarillo. Er beobachtete sie. »Ich weiß nicht, wonach ich suche«, bekannte Rebecca offen. »Gibt es einen Mann in deinem Leben?« Sie zuckte mit den Schultern. »Nein.« Stephanos ergriff ihre Hand und zog Rebecca dichter zu sich heran. »Keinen einzigen?« »Nein, ich...« Sie war nicht sicher, was sie sagen sollte. Unerwartet hob er ihre Hand und küsste die Handinnenfläche. Der Kuss erregte Rebecca stark, und sie zuckte unwillkürlich zurück. »Du bist sehr empfindsam, Rebecca.« Langsam senkte er ihre Hand wieder, ließ sie jedoch nicht los. »Wenn es keinen gibt, müssen die Männer in Philadelphia aber ziemlich blind sein.« »Ah, ich war immer zu beschäftigt.« Er verzog leicht den Mund. »Zu beschäftigt?« »Ja.« Rebecca waren diese Fragen peinlich, so entzog sie ihm die Hand und wechselte das Thema. »Das Essen schmeckt wundervoll, Stephanos.« Aus Unsicherheit fuhr sie sich mit den Fingern durch das Haar. »Weißt du, was ich jetzt tun möchte?« »Nein, sag es mir.« »Noch ein Foto machen.« Sie sprang auf und fühlte sich augenblicklich sicherer. Lächelnd sagte sie, »Es soll eine Erinnerung an mein erstes Picknick in einem Olivenhain sein, verstehst du?« »Also, du kannst dort sitzen bleiben. Das Licht ist ausreichend und ich bekomme auch die Bäume dort drüben noch mit aufs Bild.« Amüsiert drückte Stephanos sorgfältig sein Zigarillo aus. »Wie viele Filme hast du eigentlich noch?« fragte er dann lächelnd. »Dies ist der letzte, den ich bei mir habe. Im Hotel habe ich aber noch weitere.« Rebecca lachte. »Ich habe dich schließlich gewarnt.« »Das stimmt.« Stephanos sah ihr zu, wie sie mit geübten Bewegungen den Apparat bediente, und war beeindruckt. Sie war völlig versunken in ihrer Tätigkeit, murmelte etwas vor sich hin und warf dann den Kopf zurück, dass die Haare flogen. Stephanos spürte plötzlich einen Druck in der Magengegend. »Wie sehr ich diese Frau begehre«, dachte er. Dabei hatte sie offensichtlich bewusst nichts getan, um sein Verlangen zu entfachen. Sie hatte heute weder mit ihm geflirtet, noch ihn sonst in irgendeiner Weise herausgefordert. Und dennoch. Zum ersten Mal in seinem Leben lockte ihn eine Frau, die ihm nur ein Lächeln geschenkt hatte. Und mehr nicht. Während sie die Kamera sorgfältig einstellte und immer wieder durch den Sucher schaute, erzählte sie munter, als sei überhaupt nichts gewesen. Aber sie konnte Stephanos nicht täuschen. Er hatte es gesehen. Ihr Blick hatte ihr Verlangen gezeigt, als er ihre Hand geküsst hatte. »Jetzt fehlt nur noch der Selbstauslöser«, erklärte sie, ohne Stephanos Gedanken auch nur zu ahnen. »Bleib ruhig auf deinem Platz sitzen. Ich komme gleich herübergelaufen, und wenn alles gut geht, dann sind wir beide auf dem Foto.« Schließlich drückte sie auf den Auslöser und rannte auf Stephanos zu. »Eigentlich müsste alles richtig eingestellt sein. Gleich wird es...« begann Rebecca, aber weiter kam sie nicht. Stephanos riss sie an sich und verschloss ihr den Mund mit seinen Lippen.
Die Welt um Rebecca herum hatte sich plötzlich verändert. Stephanos Lippen versprachen ihr alles. Sie schmeckten wie wilder Honig. Und Rebecca genoss es, diesen Geschmack zu kosten, immer und immer wieder. Es war genau so, wie sie es sich in ihren kühnsten Träumen ausgemalt hatte. Erregung stieg in Rebecca auf. Und sie vergaß alles andere. Leidenschaft überfiel sie mit einer Macht, der sie nichts entgegenzusetzen hatte. Langsam hob sie die Hand zu seinem Gesicht. Sie ist bezaubernd und voller Sehnsucht nach Zärtlichkeit, fuhr es Stephanos durch den Sinn. Es hatte ihn ein wenig überrascht, dass sie ihm gar keinen Widerstand entgegensetzte. Gleichzeitig verstärkte dies seine Erregung nur noch. Aber er hatte genau den kurzen Moment des Zögerns gespürt, bevor sie ihm ihre Lippen öffnete. Als sie ihm nun sanft über den Rücken strich, seufzte er kaum vernehmbar auf. Es war eine Geste voller Zärtlichkeit, die sein Herz plötzlich schneller schlagen ließ. Es war mehr als nur reine Leidenschaft, was sie ihm jetzt gab. Sie gab ihm Hoffnung. Er flüsterte zärtliche Worte. Und obwohl sie griechisch waren, verstand Rebecca doch den Sinn. Es war unglaublich erregend für sie, die gehauchten Worte mehr zu spüren als zu hören. Eine nie gekannte Mischung aus Zärtlichkeit, Verlangen und Erregung breitete sich in ihr aus und ergriff Besitz von ihr. Sie drängte sich an Stephanos. Er sah ihrem Gesicht an, was in ihr vorging, und es berührte ihn tief. Ihm war, als seien sie füreinander geschaffen, als er sie in den Armen hielt. Es kam ihm so vor, als kannten und liebten sie sich schon sehr, sehr lange. Rebecca begann zu zittern. Wie konnte es angehen, dass sie seine Umarmung, seine Küsse als etwas so Natürliches, Vertrautes empfand? Wie war es möglich, dass sie gleichzeitig Geborgenheit und Angst in seiner Umarmung empfinden konnte? Sie klammerte sich an ihn. Immer wieder flüsterte er ihr zärtliche Worte zu. Und sie merkte, dass sie ihm ebenfalls Liebkosungen zuflüsterte, die nur für seine Ohren bestimmt waren. Aber plötzlich bekam sie Angst vor der Macht der Gefühle, die sie in ihren Bann geschlagen hatten. Sie befürchtete, jede Kontrolle über sich zu verlieren. Unwillkürlich begann sie dagegen anzukämpfen, wie eine Ertrinkende. Stephanos bemerkte es. Er löste seine Hände von ihr und sah sie an. Rebeccas Gesicht schien auf einmal verändert. Leidenschaft lag in ihrem Blick. Sie hielt die Lippen leicht geöffnet und atmete heftig. Aber er sah auch den Ausdruck von Furcht. Und als er sie wieder berührte, spürte er, dass sie bebte. Es war ihm klar, dass sie nicht spielte. Stephanos, ich... Aber er ließ sie nicht weitersprechen, sondern zog sie wieder an sich, überwältigt von ihrem Ausdruck und seinen eigenen Gefühlen. Und Rebecca hatte ihm nichts entgegenzusetzen. Diesmal küsste er sie anders. Kann es sein, dass ein Mann so verschieden küssen kann? Dachte Rebecca wie benommen. Nun war es ein Kuss voller Zärtlichkeit, immer wieder anders und doch ewig gleich. Seine Lippen baten mehr, als dass sie verlangten. Sie gaben, anstatt zu nehmen. Rebecca fühlte, wie ihre Furcht verflog. Voller Vertrauen schmiegte sie sich an ihn, und er spürte dieses Vertrauen sogleich. Es beeindruckte ihn so sehr, dass er sie sanft losließ. Er wusste, er musste es tun. Sonst würden sie miteinander schlafen, ohne ein Wort miteinander gesprochen zu haben. Er richtete sich auf und zog ein Zigarillo aus seiner Brusttasche. Rebecca sah ihn stumm an und stützte sich haltsuchend am rauen Stamm des Olivenbaums ab. Es waren nur einige wenige Momente gewesen, aber Rebecca kam es vor, als seien Stunden vergangen. Ihr war ein wenig schwindelig. Und wie um sich davon zu überzeugen, dass sie nicht träumte,
berührte sie ihre Lippen. Noch immer konnte sie den Druck von Stefanos Mund darauf fühlen. Nein, es war kein Traum. Und in Zukunft würde nichts mehr so sein, wie es einmal gewesen war. Stefanos schaute hinaus auf die wilde, staubige Landschaft und fragte sich, was er hier eigentlich tat. Wütend auf sich selber zog er tief den Rauch seines Zigarillos ein. Die Gefühle, die er eben empfunden hatte und auch immer noch stark empfand, waren etwas völlig Neues für ihn, und es waren äußerst beunruhigende Gefühle, musste er sich eingestehen. Normalerweise bevorzugte er das Gefühl, frei zu sein, und er spürte, dass er es nicht mehr war. Als er seine widerstreitenden Empfindungen einigermaßen unter Kontrolle hatte, wandte er sich wieder Rebecca zu. Er war entschlossen, sich nichts anmerken zu lassen. Rebecca stand einfach nur da. Helle Sonnenstrahlen, die ihren Weg durch das dichte Blätterdach gefunden hatten, bildeten ein bizarres Schattenmuster auf ihrem Körper. In ihren Augen war weder Abweisung noch Einladung zu lesen. Sie bewegte sich nicht. Unbewegt, wie eine antike Statue, stand sie da und sah ihn unverwandt an. »Sie sieht aus, als wüsste sie genau die Antworten auf die Fragen, die ich mir stelle«, dachte Stefanos. »Es ist spät geworden.« Rebecca fühlte einen bitteren Geschmack im Mund, ließ sich aber nichts anmerken. »Du hast recht.« Jetzt erst bewegte sie sich wieder. Sie ging hinüber zur Kamera und nahm sie hoch. »Ich werde noch ein letztes Erinnerungsfoto machen«, sagte sie mit erzwungener Leichtigkeit. Da packte Stefanos sie hart am Arm und riss sie herum. Sie hatte ihn nicht kommen hören. »Wer bist du?«, fragte er leise. »Und was bist du?« »Ich weiß nicht, was du meinst. Und ich weiß auch nicht, was du von mir willst.« Rebecca zwang sich, Stefanos anzusehen. Er zog sie heftig an sich. »Du weißt genau, was ich will.« Rebeccas Herz schlug heftig. Aber es war keine Furcht, die sie seltsamerweise empfand, sondern Verlangen. Sie hätte sich nicht vorstellen können, einmal ein solch unbeherrschtes Verlangen für einen Mann zu empfinden. Und das gleiche Begehren entdeckte sie in seinen Augen, als sie ihn jetzt offen anblickte. »Ein Nachmittag genügt bei mir nicht. Reicht er wirklich nicht?«, fragte sie sich zweifelnd und wusste eigentlich schon die Antwort. »Ein nettes Picknick unter Olivenbäumen und ein Spaziergang im Mondschein sind zu wenig für mich.« »Zuerst bist du die personifizierte Versuchung, und dann bist du die reine Unschuld, die sich empört, weil man ihr zu nahe kommt. Tust du das, um mich um den Finger zu wickeln, Rebecca?« Rebecca schüttelte den Kopf und sein Griff wurde fester. »Den Eindruck habe ich aber. Seit ich dich das erste Mal gesehen habe, gehst du mir nicht mehr aus dem Kopf.« Einen Moment schwieg er. Dann sah er sie herausfordernd an. »Ich möchte mit dir schlafen, hier, im Sonnenlicht«, sagte er dann rau. Rebecca errötete tief. Weniger, weil seine direkte Art sie verlegen machte, sondern vielmehr, weil er genau das ausdrückte, was auch sie sich wünschte. Ein Bild stieg vor ihrem inneren Auge auf. Sie sah sich und Stefanos nackt auf dieser Decke liegen, spürte seine Liebkosungen und stellte sich vor, wie sie sich unter dem Olivenbaum liebten. Aber was würde dann sein? Auch wenn sie bereits viel weiter gegangen war, als sie sich hätte vorstellen können, so wollte sie doch Antworten auf einige Fragen haben. Nein, es kostete sie allen Mut, dieses eine Wort auszusprechen. »Nicht solange ich unsicher bin und du böse bist.« Rebecca holte tief Luft. »Du tust mir weh, Stefanos. Ich glaube nicht, dass du es absichtlich tust, oder?« Langsam gab er ihren Arm frei. Es stimmte, er war wütend. Aber nicht, weil sie ihn zurückwies. Er kam nicht damit zurecht, dass sie dieses ungezügelte Verlangen in ihm auslöste. Er konnte es nur mit Mühe beherrschen. »Lass uns gehen«, sagte er gepresst.
Ich kann es mir einfach nicht leisten, von morgens bis abends nur an eine Frau zu denken, die ich kaum kenne und noch viel weniger verstehe, versuchte Stefanos sich einzureden. Er hatte Berichte durchzuarbeiten, Entscheidungen zu fällen und an seine Geschäfte zu denken. Ein paar einfache Küsse konnten ihn doch nicht um den Verstand bringen. Aber diese Küsse waren ihm leider alles andere als schlicht gewesen. Das wusste er genau. Wütend schob Stefanos den Stuhl zurück und stand von seinem Schreibtisch auf. Er ging hinüber zur Verandatür und öffnete sie. Eine frische Brise wehte herein, die ihm gut tat. Für einen Moment konnte er die auf dem Schreibtisch liegende Arbeit vergessen. In den letzten Tagen hatte er sich seinen Geschäften nur mit Mühe widmen können. Immer wieder musste er die Gedanken an Rebecca zurückdrängen. Alles hing an ihr. Im Grunde genommen hielt ihn hier auf Korfu nichts mehr. Stattdessen hätte er in Richtung Athen, London oder auf Kreta andere Geschäfte erledigen können. Trotzdem hatte er nicht daran gedacht, Korfu zu verlassen. Aber er hatte auch keinen Versuch unternommen, Rebecca wiederzusehen. Sie war für ihn anders als andere Frauen. Die Gefühle, die er in ihren Armen empfunden hatte, waren neu für ihn gewesen. Sich zu einer attraktiven Frau hingezogen zu fühlen, war für ihn etwas völlig Natürliches. Aber dass dieses Empfinden bei ihm Beunruhigung, Verwirrung und sogar Zorn auslöste, war eine völlig neue Erfahrung für Stefanos. Und er spürte, dass ihm die wenigen leidenschaftlichen Momente unter dem Olivenbaum nicht genügten. Er wollte Rebecca näher kennenlernen. Dennoch zögerte er, sie anzurufen. Sie war auf eine merkwürdige Art und Weise geheimnisvoll. Vielleicht konnte er sie deswegen nicht aus seinem Kopf vertreiben. Oberflächlich gesehen schien Rebecca eine lebenslustige und attraktive Frau zu sein, die ihr Leben genoss. Aber da gab es die Anzeichen von Schüchternheit und Unschuld, die nicht zu diesem Bild passen wollten. Gerade diese scheinbaren Widersprüche in ihrem Leben reizten ihn besonders. Oder war es einfach ein Trick von ihr? Eine Masche, um sich interessant zu machen? Stefanos kannte Frauen und auch Männer, die zu solchen Mitteln griffen. Er verurteilte dies nicht, auch wenn er für sich persönlich so etwas ablehnte. Nein, er konnte sich nicht vorstellen, dass Rebecca zu diesen Mitteln griff. Es passte einfach nicht zu ihr. Als er sie das erste Mal geküsst hatte, war es ihm gewesen, als wären sie schon seit langer, langer Zeit Geliebte. Rebecca war ihm auf eine verwirrende Art vertraut gewesen. Dabei kannte er sie überhaupt nicht. »Ach, das sind doch alles nur Tagträume und Fantasien«, sagte er sich schließlich. Es führte zu nichts und er hatte auch keine Zeit für so etwas. Stefanos lehnte sich gegen das Geländer, zündete sich ein Zigarillo an und schaute hinaus aufs Meer. Wie immer zog es ihn magisch an. Plötzlich erinnerte er sich wieder der Ereignisse aus seiner Jugend, als das Leben noch unbeschwert gewesen war. Wie kurz war jene Zeit des Glücks gewesen. Nur selten ließ er Gedanken daran zu. Es waren Momente wie diese, in denen er auf das schimmernde Wasser hinausblickte und sein Blick sich am Horizont verlor. Sein Vater hatte ihm vieles beigebracht. Zu fischen, das Reisen zu genießen und sich wie ein Mann zu benehmen. 15 Jahre sind es nun her, dass er gestorben ist, dachte Stefanos. Und ein verlorenes Lächeln glitt um seinen Mund. Aber er vermisste ihn noch immer, vermisste seine Gesellschaft und sein Lachen. Sie waren sowohl Vater und Sohn als auch Freunde gewesen und ein starkes Band hatte sie verbunden. Es war die stärkste Bindung, die Stefanos je gehabt hatte. Aber sein Vater war gestorben, auf See und in den besten Mannesjahren, so wie er es sich immer gewünscht hatte. Vor nichts hatte sein Vater mehr Angst gehabt, als im Alter siech und krank auf den Tod warten zu müssen. Ja, ganz sicher hätte Rebecca ihm gefallen. Er hatte immer einen Blick für schöne Frauen gehabt.
Er hätte ihn ermuntert, eine schöne Zeit mit ihr zu verbringen. Aber Stephanos war nicht mehr der Junge von damals. Er war ein Mann geworden, der versuchte, die Folgen seines Handelns abzuschätzen. Da sah Stephanos sie. Rebecca kam aus dem Wasser. Ihr Körper war nass und schimmerte im hellen Licht der Sonne. In den vergangenen Tagen hatte ihre Haut eine leichte Bronzefärbung angenommen, die ihr ausgesprochen gut stand. Stephanos nahm den Anblick in sich auf und spürte wieder dieses Verlangen nach ihr. Ungewollt presste er die Finger zusammen und zerbrach dabei das Zigarillo. Wie konnte diese Frau nur solche Gefühle in ihm hervorrufen? Rebecca blieb stehen. Die Wassertropfen liefen an ihrem wohlgeformten Körper hinab, und sie streckte sich ausgiebig in der Sonne. Er war sicher, dass sie ihn nicht gesehen hatte. Es konnte also keine Absicht sein, um ihn zu reizen. Aber dennoch konnte er sich dieser Wirkung nicht entziehen. Sie trug einen knapp sitzenden Tanga, dessen Oberteil ihre festen, runden Brüste aufregend betonte. Er hatte das Gefühl, dass sie sich und ihren Körper in diesem Augenblick einfach nur genoss und nicht daran dachte, welch erregendes Bild sie bot. Sie wirkte wie ein schlankes, junges Raubtier. Und nichts hatte ihn je so fasziniert wie Rebecca in diesem Moment. Nun strich sie mit den Fingern durch das feuchte Haar und hob den Kopf gegen die Sonne. Dabei lächelte sie. Unwillkürlich holte Stephanos Luft und atmete dann langsam wieder aus. Die Erregung, die ihn erfüllte, war schmerzlich. Und plötzlich stieg Zorn in ihm auf. Er wusste nicht, was er getan hätte, wenn Rebecca in diesem Moment bei ihm gewesen wäre. Er beobachtete, wie Rebecca ein langes T-Shirt aus ihrer Badetasche holte, es anzog und gleich darauf barfuß auf den Eingang des Hotels zuging. Stephanos blieb noch eine Weile reglos auf dem Balkon stehen und wartete, dass sein Verlangen nach ihr nachließ. Dennoch blieb selbst dann noch eine Sehnsucht nach ihr zurück, die ihn immer mehr beunruhigte und zornig werden ließ. »Ich sollte einfach nicht mehr an sie denken«, sagte er sich. Sein Instinkt warnte ihn, dass sein Leben niemals mehr so sein würde wie vorher, wenn er sich weiter mit ihr einließ. Er musste sie einfach als eine vorübergehende Verwirrung begreifen, etwas, dem es nur zu widerstehen galt. Er musste sich zwingen, nicht mehr an sie zu denken, sich wieder auf seine Arbeit zu konzentrieren. Er hatte schließlich Verpflichtungen und Aufgaben, die erledigt werden wollten, und konnte seine Zeit nicht für irgendwelche Fantasien vergeuden. Stephanos schlug wütend mit der Faust auf das Geländer und ging ins Zimmer zurück. »Es gibt aber Zeiten im Leben«, dachte er dann, »wo ein Mann dem Schicksal vertrauen und ohne zu zögern einfach ins kalte Wasser springen sollte.« Rebecca hatte kaum die Tür hinter sich geschlossen, als es klopfte. Die Sonne und das Wasser hatten sie angenehm müde gemacht, aber alle Gedanken an ein kleines Schläfchen wichen schlagartig, als sie öffnete und Stephanos vor ihr stand. Er sah atemberaubend aus. Sein Haar war vom Wind zerzaust und er blickte sie kühl an. Um seinen Mund lag ein eigenartiger Zug. Seit ihrem gemeinsamen Picknick hatte Rebecca oft an ihn gedacht, und nicht nur tagsüber. Sie spürte, wie ihr Herz schneller schlug, und sie musste sich zur Ruhe zwingen. »Hallo, Stephanos, ich wusste nicht, ob du noch auf Korfu warst.« »Gelogen habe ich damit nicht«, redete sie sich ein, auch wenn sie sich an der Rezeption vergewissert hatte, dass Stephanos noch nicht abgereist war. Aber gesehen hatte sie ihn mit eigenen Augen tatsächlich nicht. »Ich sah dich vom Strand kommen.« »Oh!« Unbewusst zupfte sie am Saum ihres T-Shirts. »Ich kann einfach nicht genug von der Sonne und dem Meer haben, aber möchtest du nicht hereinkommen?« Stephanos antwortete nicht, sondern trat ein und schloss die Tür mit einem kräftigen Ruck. Rebeccas mühsam gewahrte Haltung begann ins Wanken zu geraten. »Ich habe dir noch gar nicht für die Blumen gedankt.« Sie deutete auf den bunten Frühlingsstrauß in der Vase am Fenster. Dann verschränkte sie die Arme vor der Brust.
Sie sind so schön und ich hatte gedacht, ich würde dir schon irgendwo begegnen, vielleicht im Speisesaal oder am Strand. Sie brach ab, als Stephanos die Hand hob und ihr Haar anfasste. Ich hatte viel zu tun. Er sah sie an. Seine Augen erschienen ihr wie kühles Quellwasser. Geschäftlich. Rebecca fürchtete einen Augenblick nicht sprechen zu können. Doch dann schaffte sie es doch herauszubringen. Einen schöneren Platz zum Arbeiten hättest du dir nicht aussuchen können. Er trat einen Schritt auf sie zu. Sie duftete betörend nach Meerwasser und Sonne. Die Hotelanlage und die Insel gefallen dir also? Er nahm ihre Hand und sie ließ es geschehen, auch wenn eine eigentümliche Schwäche sich in ihrem Körper ausbreitete. Ja, sogar sehr. Vielleicht möchtest du die Insel auch einmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen? Um zu sehen, wie sie reagierte, berührte er sie zart mit dem Mund. Sie verwehrte es ihm nicht, sondern blieb stehen, aber er spürte trotzdem, dass sie auf der Hut war. »Was meinst du damit?« fragte Rebecca gepresst. »Verbringe den Tag morgen mit mir auf meinem Boot.« »Wie bitte?« Er lächelte. »Hast du Lust, mitzukommen?« »Wohin du willst«, dachte sie. »Ich habe noch keine Pläne gemacht«, sagte sie jedoch nur. »Gut.« Als er dicht bei ihr stand, hob sie spontan die Hand, als wolle sie ihn abwehren, ließ die Hand dann aber wieder sinken. »Wir treffen uns morgen früh. Ist dir 9 Uhr recht, Rebecca?« Ein Boot. Er hatte tatsächlich von einem Boot gesprochen. Rebecca holte tief Luft und versuchte mit aller Macht, sich zusammenzureißen. Sie wunderte sich über sich selbst. Tagträumereien, weiche Knie und dann noch ein nicht so unterdrückendes Verlangen. Das alles passte so gar nicht zu ihr. Aber es war ein wundervolles Gefühl. »Ja, ich freue mich schon darauf.« Sie versuchte ganz locker zu wirken, als sie ihn anlächelte. So als käme es jeden Tag vor, dass man sie zu einer Fahrt auf dem Mittelmeer einlud. »Also, bis morgen früh.« Stephanos ging zur Tür, wandte sich aber noch einmal um. »Und vergiss deine Kamera nicht.« Kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen, tanzte sie vor Freude durch das Zimmer und musste sich bemühen, dabei nicht laut zu jubeln. Stephanos hatte von einem Boot gesprochen und Rebecca hatte sich einen kleinen Kabinenkreuzer vorgestellt. Stattdessen stand sie nun auf dem Mahagonideck einer schneeweißen Yacht von bestimmt 30 Meter Länge. »Auf dieser Yacht kann man ja richtig leben«, entfuhr es ihr ungewollt. Im nächsten Moment wünschte sie sich, sie hätte vorher überlegt. Aber Stephanos lachte nur. »Ich wohne auch oft drauf.« »Willkommen on board, Sir.« Ein weiß uniformierter Mann in mittleren Jahren begrüßte Stephanos respektvoll und legte die Hand an den Mützenschirm. Er sprach mit britischem Akzent. »Hallo, Grady. Dies ist mein Gast, Miss Malone.« »Hallo, Madam.« Rebecca bemerkte, dass er sie mit einem Blick einschätzte, obwohl an seiner kühlen britischen Haltung nichts auszusetzen war. »Legen Sie bitte ab, wenn alles fertig ist, Grady«, gab Stephanos Anweisung. »Aye, aye, Sir.« Stephanos nahm Rebeccas Arm. »Möchtest du dir das Boot einmal anschauen?«, fragte er sie lächelnd. »Oh ja, sehr gern.« Rebecca konnte es immer noch nicht fassen, dass sie sich an Bord einer solch luxuriösen Yacht befand. Es kostete sie einiges an Überwindung, die Kamera in der Handtasche zu lassen und nicht gleich los zu fotografieren. Stephanos führte sie hinunter zu den elegant ausgestatteten Kabinen. Es gab 4 Stück und alle waren sehr geräumig. Rebecca hatte vorhin die Bemerkung über die Größe des Schiffes unbedacht getan, aber es stimmte, hier konnte man wirklich längere Zeit leben. Es gab außerdem auch noch eine große, rundum verglaste Kabine, von der man einen herrlichen Ausblick auf das Meer hatte. Dort konnte man liegen, wenn die Sonne zu heiß brannte und wenn es regnete. Rebecca hatte solche Yachten natürlich schon in Zeitschriften gesehen und manche ihrer ehemaligen Kunden hatten eine solche besessen. Aber noch niemals
hatte sie sich auf einer solchen Yacht befunden, obwohl sie immer davon geträumt hatte. Diese Kabine war offensichtlich für einen Mann eingerichtet worden. Schwere Ledersessel, holzgetäfelte Wände und gedämpfte Farben gaben dem Raum ihr Gepräge. An den Wänden hingen Regale voller Bücher und in einer Ecke stand eine teure Stereoanlage. »Man könnte fast glauben, sich in einem Haus zu befinden«, meinte Rebecca mehr zu sich. Aber ihr entgingen auch die festen Türen und die schweren Läden vor den Fenstern nicht, die bei schwerem Wetter die Scheiben schützten. Wie mochte es wohl bei Sturm auf dieser Yacht sein, wenn die Brecher gegen den Rumpf schlugen, der Wind den Regen gegen die Bullaugen peitschte und das Schiff gefährlich schwankte? Als sich genau in diesem Moment das Deck unter ihr senkte, stieß sie einen leisen Schreckensschrei aus. Stephanos ergriff ihren Arm, um sie zu stützen. »Wir haben bereits abgelegt«, erklärte er ihr. Dann sah er sie fragend an. »Hast du Angst vor Schiffen, Rebecca?« »Nein, ich habe mich nur ein wenig erschreckt.« Rebecca konnte natürlich nicht zugeben, dass ihre einzige Erfahrung mit Schiffen ein Ausflug in einem Zweierkanu in einem Ferienlager gewesen war. Ihr war ein wenig übel, und sie hoffte, dass es sich bald wieder geben würde. »Können wir wieder nach oben gehen? Ich würde gern zusehen, wie wir uns vom Land entfernen«, bat sie, da sie etwas frische Luft brauchte. Es half. Kaum stand Rebecca wieder an Deck, fuhr ihr der frische Wind ins Gesicht und die leichte Übelkeit verschwand. Rebecca lehnte sich gegen die Reling und schaute zu, wie die Insel langsam kleiner und die Küstenlinie undeutlich wurde. Jetzt konnte sie der Versuchung nicht mehr widerstehen. Sie holte die Kamera heraus und machte eine ganze Reihe Aufnahmen. »Es ist schöner als zu fliegen«, sagte sie nach einer Weile. »Hier ist alles viel greifbarer.« Sie deutete hinauf zum blauen Himmel. »Sieh nur, die Möwen verfolgen uns.« Aber er schaute nicht nach oben, sondern sah Rebecca unverwandt an. »Bist du immer mit ganzem Herzen dabei, wenn dir etwas gefällt?« »Ja.« Rebecca versuchte, sich das Haar aus dem Gesicht zu streichen, aber der Fahrtwind trieb es immer wieder zurück. Sie lachte und hob das Gesicht zur Sonne. »Oh ja!« Ihr Anblick war unwiderstehlich. Stephanos fasste sie um die Taille und wirbelte sie herum. Die Berührung löste sogleich wieder dieses beunruhigende Gefühl aus, und er sah ihrem Gesicht an, dass es ihr nicht anders erging als ihm. »Alles?« Langsam glitten seine Hände etwas tiefer, und er zog sie so dicht zu sich heran, dass sich ihre Schenkel gegeneinander pressten. »Ich weiß nicht.« Rebecca legte ihm die Hände auf die Schultern, ohne es recht zu bemerken. »Ich habe noch nicht alles ausprobiert.« Aber sie wollte alles ausprobieren. Jetzt, wo er sie so festhielt, wo der tiefblaue Himmel sich über ihnen spannte und das Meer silbern in der Sonne schimmerte. Sie schmiegte sich an ihn. Da fluchte Stephanos kaum hörbar vor sich hin. Rebecca fuhr zurück, als hätte er sie angefahren. Unsicher sah sie ihn an. Stephanos nahm ihre Hand und nickte dem Steward zu, der gerade mit den Drinks erschienen war. »Vielen Dank, Victor, ich brauche sie nicht mehr.« Stephanos Stimme klang beherrscht, aber Rebecca spürte dennoch die unterdrückte Erregung, als Stephanos sie zu einem der Sessel führte. »Was mag er bloß von mir denken?«, dachte Rebecca. »Er braucht mich nur leicht zu berühren und schon werfe ich mich ihm in die Arme.« Aber auch Stephanos hatte seine Probleme. Sein Körper befand sich in Aufruhr. Er konnte sich nicht erinnern, in Gegenwart einer Frau jemals Mühe gehabt zu haben, einen klaren Kopf zu bewahren. Er wusste, wie man eine Frau verführte, und hatte auf diesem Gebiet genügend Erfahrungen gesammelt. Aber jedes Mal, wenn er sich in Rebeccas Nähe befand, verließen ihn alle seine Erfahrung und Weltläufigkeit in diesen Dingen. Er kam sich wie ein unerfahrener junger Bursche vor, der völlig den Verstand verlor, wenn er die Frau seines Herzens sah. Stephanos schaute Rebecca in die Augen. Wie schon im Olivenhain hatte er auch diesmal das Gefühl, diese wundervollen, ausdrucksstarken Augen schon sehr lange zu kennen. Um sich abzulenken, nahm er ein Zigarillo heraus. Er wusste, diese Vorstellung widersprach aller Logik
und dem gesunden Menschenverstand, aber dennoch hatte er das Gefühl, es stimmte. Er fühlte, dass das Verlangen nach ihr ihn immer mehr beherrschte. »Ich möchte dich besitzen, Rebecca.« Rebecca hatte das Gefühl, ihr bliebe das Herz stehen. Sie hob das Glas und trank einen Schluck, um sich wieder in die Gewalt zu bekommen. »Ich weiß.« Sie schien so kühl zu sein, und Stephanos beneidete sie um ihre lässige Haltung. »Kommst du mit in meine Kabine?« Rebecca sah Stephanos an. Ihr Herz und ihr Körper gaben eine ganz andere Antwort als ihr Verstand. Es erschien so einfach, so natürlich, Ja zu sagen. Wenn es einen Mann gab, dem sie sich ganz hingeben wollte, dann stand er jetzt neben ihr. Aber auch wenn sie Philadelphia verlassen hatte und ein neues Leben versuchte, selbst hier konnte sie ihre strenge Erziehung nicht vergessen. »Ich kann nicht.« »Du kannst nicht?« Stephanos zündete sich sein Zigarillo an. Er fand es befremdlich, dass sie hier standen und über das Miteinanderschlafen redeten, als handle es sich um das Wetter. »Oder willst du nicht?« fragte er dann gedehnt. Rebecca atmete einmal tief durch. Langsam stellte sie ihr Glas ab. »Ich möchte, aber ich kann nicht.« Sie sah ihn mit großen Augen an. »Ich möchte wirklich sehr gern, aber, ich kenne dich kaum.« Rebecca nahm wieder das Glas, weil sie plötzlich nicht mehr wusste, wo sie ihre Hände lassen sollte. »Nein?« »Nun, ich kenne deinen Namen, weiß, dass du Olivenhaine besitzt und das Meer liebst, aber das ist nicht genug.« »Dann werde ich dir mehr erzählen.« Rebecca wagte ein Lächeln. »Ich weiß nicht einmal, was ich fragen sollte.« Stephanos lehnte sich im Sessel zurück. Er fühlte, dass die Spannung ebenso schnell wich, wie sie gekommen war. »Es ist wirklich erstaunlich«, dachte er verwundert. »Ein Lächeln von ihr genügt.« »Glaubst du eigentlich an das Schicksal, Rebecca? Daran, dass irgendetwas Unvorhergesehenes, etwas Unerwartetes oder irgendein kleines, unbedeutendes Ereignis dein Leben von Grund auf verändert?« Rebecca dachte an den Tod ihrer Tante und die Entscheidungen, die sie danach völlig unvorhergesehen getroffen hatte. »Ja, ja, daran glaube ich.« »Gut.« Er schaute hinaus aufs Meer und sagte dann wie nebenbei: »Ich hatte beinahe vergessen, dass ich es auch tue, bis ich dich allein am Tisch sitzen sah.« »Es gibt mehrere Wege, jemanden zu verführen«, dachte Rebecca. »Ein Blick oder Worte konnten genauso verführerisch sein wie Zärtlichkeiten. In diesem Moment verlangte es sie mehr als je zuvor nach ihm und mehr, als sie es sich hätte vorstellen können.« Um etwas Abstand zu gewinnen, wandte sie sich ab und stellte sich wieder an die Reling. Er empfand selbst ihr Schweigen erregend. Sie hatte gesagt, sie wüsste zu wenig über ihn, aber er wusste ja noch viel weniger von ihr, und es machte ihm nicht das Geringste aus. Vielleicht war es gefährlich, gefährlicher als er dachte, aber auch dies machte ihm nichts aus. Stephanos sah zu ihr hinüber, so wie sie jetzt an der Reling stand, mit flatternden Haaren. War es ihm völlig egal, wer sie war und woher sie kam oder was sie getan hatte. Langsam stand Stephanos auf, ging zu ihr hinüber und stellte sich neben sie. Er schaute ebenfalls aufs Meer hinaus. »Als ich jung war, noch sehr jung, da gab es einen solchen Moment, der mein Leben verändert hat«, begann er. »Mein Vater liebte das Meer über alles. Die See war sein Leben, und auf dem Meer ist er gestorben.« Stephanos schien mehr zu sich selbst zu sprechen. Rebecca wandte den Kopf und sah ihn an. »Ich war damals 10 oder 11 Jahre alt. Vater und ich gingen zusammen am Strand entlang. Er blieb stehen, tauchte die Hand ins Wasser
ballte sie zur Faust und öffnete sie wieder. »Du kannst es nicht halten«, sagte er. »Egal, wie oft du es auch versuchst oder wie sehr du es auch liebst, es wird dir immer wieder zwischen den Fingern zerrinnen.« »Er hatte recht damit«, antwortete Rebecca nachdenklich. »Ja.« Dann aber nahm er den Sand in die Hand. Er war feucht und klebte an der Haut. »Aber dies hier«, sagte er, »dies kann man festhalten.« Wir haben später nie wieder darüber gesprochen. Als dann die Zeit gekommen war, wandte ich der See den Rücken zu und richtete meine Kraft und Aufmerksamkeit auf das Land. »Es war richtig, oder?« »Ja.« Stephanos hob die Hand und spielte mit einer ihrer Haarsträhnen. »Ja, ich habe mich richtig entschieden.« Dann sah er sie an. »Du hast so schöne, ruhige Augen, Rebecca. Haben sie bereits genug gesehen, damit du weißt, was für dich richtig ist?« fragte er. »Ich glaube, ich habe meine Augen erst sehr spät geöffnet«, erwiderte Rebecca leise. Da war wieder dieses beunruhigende Gefühl, und Rebecca wollte zurückweichen, aber sie war zwischen ihm und der Reling gefangen. »Du zitterst ja, wenn ich dich anfasse.« Langsam strich er ihr mit den Fingern über den Arm, dann verschränkten sich ihre Hände miteinander. »Weißt du eigentlich, wie erregend das ist?« Rebecca fühlte plötzlich eine süße Schwäche in den Beinen. »Stephanos, ich meinte es ernst, was ich vorhin gesagt habe.« Er küsste sie hauchzart auf die Stirn. »Ich kann nicht, ich muss erst...« Wieder fühlte sie seine Lippen, diesmal federleicht auf dem Kinn. »Erst einmal nachdenken«, endete sie leise. Stephanos fühlte, wie sich ihre Finger in seiner Hand entspannten. »Als ich dich das erste Mal küsste, ließ ich dir keine Wahl.« Er begann, ihr Gesicht mit Küssen zu bedecken, vermied es aber dabei, ihren Mund zu berühren. »Aber diesmal hast du sie.« Seine Lippen waren wie ein Hauch. Sie spürte sie kaum. Trotzdem brachten seine Liebkosungen sie halb um den Verstand. Rebecca wusste, sie brauchte Stephanos nur von sich zu stoßen, dann hätte alles ein Ende. Aber genau dies wollte sie eigentlich gar nicht. »Die Wahl?« wiederholte sie in Gedanken. »Habe ich überhaupt eine Wahl?« »Nein, die habe ich nicht«, flüsterte sie kaum hörbar, bevor er sie auf die Lippen küsste. »Keine Wahl, keine Vergangenheit und auch keine Zukunft, nur das Jetzt.« Rebecca genoss seine Gegenwart, sein Verlangen und seinen Hunger. Seine Küsse wurden fordernder, beinahe verzweifelt. Sie fühlte sein Herz heftig schlagen, als er in ihr Haar griff und ihr sanft den Kopf zurückbog. So hatte sie noch kein Mann geküsst. Und niemand hatte sie darauf vorbereitet, dass sie diese fordernde Art auch noch erregen würde. Rebecca stöhnte auf, als Stephanos mit der Zunge ihren Mund erforschte. Stephanos Erregung wuchs ebenfalls. Ihr Duft und das Verlangen, das sie ausstrahlte, steigerten seine Leidenschaft. Sie war ganz Frau und doch so anders als alle Frauen, die er kennengelernt hatte. Rebecca atmete heftiger und stöhnte leise auf, als er sie herausfordernd auf die weiche und empfindliche Haut ihres Halses küsste. Rebecca hatte das Gefühl, zu Boden sinken zu müssen, wenn Stephanos sie nicht gehalten hätte. Noch niemals hatte sie sich so schwach, so verletzlich gefühlt, wie jetzt in diesem Augenblick. Sie hatte das Empfinden, ausgeliefert zu sein. Die See war spiegelglatt, aber in Rebecca tobte ein Sturm. Mit einem Seufzer, der wie ein Schluchzen klang, schlang sie die Arme um ihn. Es war die Hilflosigkeit dieser Geste, die ihn wieder zur Vernunft brachte. »Ich muss den Verstand verloren haben«, dachte er erschrocken. »Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte sie hier genommen, ohne Rücksicht auf ihre Wünsche oder die Folgen.« Stephanos schloss die Augen und hielt Rebecca nur fest. »Vielleicht habe ich wirklich den Verstand verloren«, dachte er weiter.
Selbst als die Erregung langsam nachließ, fühlte er etwas anderes, Tieferes in sich aufsteigen und wachsen. Es erschien ihm viel gefährlicher als alles, was er vorher empfunden hatte. Er wollte sie besitzen. Und zwar für immer. Schicksal, ging es ihm durch den Kopf, während er ihr Haar streichelte. Es sah so aus, als hätte er sich in Rebecca verliebt, ohne es bemerkt zu haben. Wie war das möglich? Er war doch nur wenige Stunden mit ihr zusammen gewesen. In der Vergangenheit war es ihm schon passiert, dass er eine Frau gesehen und sie gleich begehrt hatte. Auch Rebecca würde er bekommen, aber er würde sie nicht wieder hergeben. Vorsichtig trat er einen Schritt zurück. »Vielleicht hat keiner von uns die Wahl«, sagte er leise und schob die Hände tief in die Hosentaschen. »Und wenn ich dich jetzt hier noch einmal anfasse und dich küsse, dann würde ich dir auch keine mehr lassen.« Rebecca brachte zuerst kein Wort hervor. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Sie strich sich das Haar aus ihrem Gesicht und gab sich keine Mühe, das Beben in ihrer Stimme zu verbergen. »Ich würde auch gar keine wollen.« Da sah sie, dass seine Augen sich verdunkelten, aber sie wusste nicht, dass er die Hände in den Taschen zu Fäusten ballte. »Du machst es mir sehr schwer.« Noch nie hatte ein Mann sie auf diese Weise begehrt, das wusste sie. Und vielleicht würde sie auch niemand jemals wieder so begehren. »Es tut mir leid, das wollte ich nicht.« »Nein.« Er zwang sich, sich zu entspannen. »Das habe ich auch nicht angenommen. Das ist auch eines der Dinge an dir, die mich so faszinieren und anziehen. Ich will dich, Rebecca.« Einen kurzen Moment lang glaubte er, so etwas wie Panik in ihren Augen zu lesen, aber auch Erregung. »Und weil ich das weiß, und du ebenfalls, tue ich mein Bestes, um dir noch ein wenig Zeit zu geben.« Rebecca fand ihren Humor wieder. »Ich weiß nicht, ob ich dir dankbar oder böse sein sollte«, sagte sie lächelnd. Zu seiner Überraschung musste Stephanos ebenfalls lachen. Er strich ihr mit dem Finger über die Wange. »Ich würde dir nicht empfehlen, fortzulaufen, Matiamu. Ich würde dich doch finden.« Sie war sich dessen nur allzu gut bewusst. Ein Blick in sein Gesicht überzeugte sie. »Dann will ich dir lieber dankbar sein«, lachte sie. »Das freut mich.« Er war sich klar, dass sie Geduld aufbringen musste, und zwar sehr schnell. »Hast du Lust zu baden? Nicht weit von hier gibt es eine hübsche, kleine Bucht. Wir sind schon beinahe dort.« »Das Wasser wird mich ein wenig abkühlen«, dachte Rebecca. »Eine tolle Idee!« Das Wasser war erfrischend kühl und kristallklar. Mit einem Seufzer des Wohlgefühls ließ sich Rebecca hineingleiten. In Philadelphia würde sie jetzt an ihrem Schreibtisch sitzen, den Rechner bedienen und über ihrer Stuhllehne würde ordentlich ihre Kostümjacke hängen. Wie immer würden die Papierstapel auf ihrem Schreibtisch säuberlich geordnet daliegen. Die allzeit zuverlässige und korrekte Miss Malone. Aber stattdessen schwamm sie im kühlen Wasser des Mittelmeeres und Akten und Papiere waren Welten fort von ihr. Hier, nur einen Meter weit von ihr entfernt, gab es den Mann, der sie alles über ihre Bedürfnisse lehrte, ihre Wünsche und die Verletzlichkeit des Herzens. Sie bezweifelte, ihm jemals sagen zu können, dass er der einzige Mann war, der sie durch eine kurze Berührung beinahe um den Verstand gebracht hätte. Ein Mann wie er würde natürlich sofort erraten, dass er es mit einer völlig unerfahrenen Frau zu tun hatte. »Aber er wird es nicht herausfinden«, dachte sie. »Denn wenn er mich in seinen Armen hält, fühle ich mich nicht schwach und unerfahren. Ich finde mich schön, begehrenswert und ein wenig verrucht.« Sie hatte die ganze Zeit Wasser getreten, aber nun tauchte sie mit einem Lachen unter. Sogleich empfand sie ein unglaubliches Gefühl des Freiseins. »Ach, wer hätte das gedacht, dass ich mich jemals so fühlen würde«, ging es ihr durch den Kopf. »Braucht es immer so wenig, um dich zum Lachen zu bringen?« Rebecca strich sich die Haare aus dem Gesicht. Stephanos trat neben ihr Wasser. Seine Haut hatte einen Goldschimmer und das Wasser rann in kleinen Bächen über seine breite Brust.
Die Sonnenstrahlen ließen sein feuchtes Haar schimmern, und seine Augen hatten die gleiche Farbe wie das Meer. Es fiel ihr sehr schwer, nicht die Hand auszustrecken und Stephanos zu streicheln. Eine abgelegene Bucht, ein wunderschöner Himmel, kristallklares Wasser und ein interessanter Mann. So wenig scheint mir das nicht zu sein. Sie schaute hinüber zu den Kämmen der Berge. »Ich habe mir eins versprochen, was auch immer geschehen mag. Ich werde nichts mehr als sicher annehmen.« In ihren Worten lag ein trauriger Unterton, der ihn berührte. »War es ein Mann, der dir wehgetan hat, Rebecca?« fragte er sanft nach einem kurzen Moment. Sie verzog leicht den Mund, aber er konnte nicht ahnen, dass sie im Stillen lächeln musste. Natürlich hatte sie auch Verabredungen mit Männern gehabt. Sie waren zumeist nett und freundlich verlaufen. Ein oder zweimal hatte sie auch mehr als freundschaftliches Interesse für einen von ihnen verspürt, aber sie war zu schüchtern gewesen, um mehr daraus werden zu lassen. Mit Stephanos war es allerdings völlig anders. »Weil ich ihn liebe«, dachte sie glücklich. Sie wusste nicht warum und auch nicht, wieso es so schnell gekommen war, aber sie liebte ihn, wie eine Frau einen Mann nur lieben konnte. »Nein, es gibt keinen.« Rebecca legte sich auf den Rücken, schloss die Augen und vertraute darauf, dass das salzige Wasser sie tragen würde. »Der Tod meiner Eltern war ein solcher Schlag für mich, dass ich von einem Tag auf den anderen erwachsen wurde, obwohl ich damals noch so jung war.« Als sie schwieg, forderte Stephanos sie leise auf, weiterzusprechen. »Meine Tante Jeannie war ein sehr freundlicher und praktischer Mensch, und sie liebte mich. Aber sie hatte vergessen, was es bedeutete, ein junges Mädchen zu sein. Nach ihrem Tod begriff ich plötzlich, dass ich nie jung gewesen war, nie Dummheiten wie andere junge Leute in meinem Alter begangen hatte. Da entschloss ich mich, all dies nachzuholen.« Sie bot ein schönes Bild. Das schwarze Haar schwamm auf dem Wasser. Und ihr nasser, bronzefarbener Körper schimmerte wie mit Diamanten bedeckt im Licht der hellen Sonne. Sie war keine Schönheit. Dafür waren ihre Züge nicht ebenmäßig genug, aber sie war faszinierend in ihrem Aussehen, ihrer Ausstrahlung und ihrer Art, wie sie alles mit offenen Armen aufnahm, was ihr über den Weg lief. Stephanos schaute sich in der kleinen Bucht um, als hätte er sie lange Jahre nicht mehr gesehen. Er konnte die Sonnenstrahlen auf der Wasseroberfläche tanzen sehen, die kleinen Wellen, die sich durch ihre Bewegungen um Rebecca herum ausbreiteten. Etwas weiter weg lag der schmale Sandstrand. Bunte Schmetterlinge flatterten darüber hin. Ansonsten war er leer. Es herrschte Stille. Beinahe eine unwirkliche Stille. Nur die leichten Wellen schlugen mit einem immer gleichen Geräusch ans Ufer. Und er fühlte sich entspannt und eins mit sich und seiner Umgebung. »Vielleicht habe auch ich vergessen, was es bedeutet, jung und verrückt zu sein«, dachte er. Aus einem Impuls heraus hob er die Hand und drückte Rebecca unter Wasser. Hustend kam sie wieder an die Oberfläche und schüttelte sich das Wasser aus den Haaren. Stephanos lachte sie nur an und trat weiter Wasser. »Es hat mich gereizt, es war so einfach.« Sie hob den Kopf und sah ihn herausfordernd lächelnd an. »Das nächste Mal wird es nicht so leicht sein, das kannst du mir glauben.« Sein Lächeln wurde breiter. Als er sich dann bewegte, tat er es mit der Eleganz und Geschwindigkeit eines Delfins. Rebecca hatte gerade noch Zeit, Luft zu holen, dann trat sie nach ihm. Er packte ihr Fußgelenk, aber sie war bereit. Anstatt sich zu wehren, als er sie unter Wasser zog, schlang sie die Arme um seinen Oberkörper und verwickelte ihn in einen Unterwasserringkampf. »Wir sind quitt«, rief sie prustend und lachend, als sie beide wieder auftauchten. Sie rieb sich das Wasser aus den Augen. »Wie kommst du denn darauf?« »Na, wenn wir auf einer Matte gerungen hätten, hättest du mit dem Rücken am Boden gelegen«, klärte sie ihn auf. »Gut, einverstanden.« Er fühlte, wie sich ihre Beine ineinander verschlangen. »Aber jetzt würde ich gern etwas anderes machen.« Rebecca wusste, er würde sie gleich küssen. Sie sah es in seinen Augen. Und sie war zu ihrer Bestürzung nur allzu gern bereit,
sich küssen zu lassen. Stephanos? Ja? Seine Lippen waren nur noch Zentimeter von ihrem Mund entfernt. Dann fand er sich plötzlich unter Wasser wieder und seine Arme waren leer. Im ersten Moment war er verärgert. Als er auftauchte, sah er jedoch Rebecca wenige Meter entfernt bis zu den Schultern im Wasser stehen. Ihr Gelächter klang zu ihm herüber. »Es war so einfach«, rief sie ihm übermütig zu. Stephanos warf sich ins Wasser und legte los. Er schwamm, als wäre er im Wasser geboren worden. Auch Rebecca war keine schlechte Schwimmerin. Beinahe wäre es ihr gelungen, ihm zu entwischen, aber sie musste immer noch lachen und schluckte dabei Wasser. Als sie nach Luft rang, fühlte sie kräftige Arme um ihre Taille. Stephanos schleppte sie erbarmungslos in seichteres Wasser. »Ich gewinne gern«, Rebecca sah ein, es war sinnlos, ihm entkommen zu wollen. Sie hob die Hand zum Zeichen, das sie aufgab. »Ich weiß, es ist eine Schwäche. Manchmal mogel ich deswegen sogar beim Kanaster.« »Beim Kanaster?« Er konnte sich diese lebhafte, sexy Frau in seinen Armen nur schwerlich bei einer gemütlichen Kanasterpartie vorstellen. »Ja, leider, ich kann einfach nichts dagegen tun. Ich habe da keine Disziplin«, tat sie zerknirscht und legte den Kopf an seine Schulter. »Mir geht es manchmal ähnlich.« Ehe sie sich's versah, hatte er sie mit einem kräftigen Stoß von sich geworfen und sie flog durch die Luft. Mit lautem Klatschen landete sie wieder im Wasser und ging prustend unter. Gleich darauf tauchte sie wieder auf. »Das habe ich wohl verdient«, meinte sie lachend und watete zum Ufer. Dort legte sie sich so hin, dass sie halb im erfrischenden Wasser lag. Der feine weiße Sand klebte ihr an Haut und Haaren, aber sie kümmerte sich nicht darum. Stephanos folgte ihr langsam und legte sich dann neben sie. Sie griff nach seiner Hand. »Ich kann mich nicht erinnern, wann ich einen schöneren Tag verlebt habe«, sagte sie träumerisch. Er sah auf ihre Hände und wunderte sich, dass diese stille Geste zugleich beruhigend und erregend auf ihn wirkte. »Er ist schon fast vorbei.« »Meinetwegen bräuchte er niemals zu enden.« Rebecca meinte es aufrichtig. Sie wünschte, dieser Tag möge niemals vergehen. Es war so traumhaft. Blauer Himmel, das Meer. Mit Stephanos zu lachen, ihn zu betrachten. Im klaren, kühlen Wasser zu baden. Stunden, die endlos erschienen. Es war noch gar nicht so lange her, dass es völlig anders gewesen war. Auf die Tage waren Nächte gefolgt und dann wieder die Tage, in monotoner, langweiliger Folge. »Hast du eigentlich jemals das Bedürfnis verspürt, vor etwas davonzulaufen?«, fragte sie nach einer Weile. Stephanos legte sich zurück und schaute hinauf zum Himmel, an dem einige Schäfchenwolken dahinzogen. »Wie lange habe ich eigentlich nicht mehr so gelegen und in den Himmel gesehen?«, fuhr es ihm kurz durch den Sinn. »Wohin?« »Irgendwohin. Fort von dem, was ist. Weil du fürchtest, es könnte bis in alle Ewigkeiten so bleiben.« Auch Rebecca legte sich zurück und schloss dann die Augen. Sie konnte sich zu Hause sehen, wie sie pünktlich um 7:15 Uhr ihre erste Tasse Kaffee aufbrühte und genau um 9 Uhr die erste Akte im Büro aufschlug. »Einfach verschwinden und dann irgendwo als ein ganz anderer Mensch wieder auftauchen, wo dich keiner kennt.« »Du kannst kein anderer Mensch werden.« »Oh doch, das kannst du.« Plötzlich bekam ihre Stimme einen drängenden und beinahe beschwörenden Unterton. »Manchmal muss man es tun.« Stephanos spielte mit ihrem Haar. »Wovor läufst du davon?« »Vor allem. Ich bin ein Feigling.« Er richtete sich halb auf und sah ihr ins Gesicht. In ihren schönen Augen las er Begeisterung. »Das glaube ich nicht.« »Aber du kennst mich doch gar nicht.« Ein Ausdruck des Bedauerns tauchte kurz auf ihrem Gesicht auf. Dann machte er einer gewissen Unsicherheit Platz. »Und ich bin nicht sicher, ob ich es überhaupt möchte.«
Glaubst du wirklich, ich kenne dich nicht? Es gibt Dinge im Leben, die keine Monate oder Jahre brauchen, damit man sie versteht. Ich sehe dich an, Rebecca, und plötzlich ist alles so einfach. Ich kann nicht sagen, warum ich so empfinde, aber so ist es eben. Ich kenne dich. Er beugte sich zu ihr hinunter und hauchte ihr einen Kuss auf die Nase. Und ich mag das, was ich sehe. Ja, wirklich? Fragte sie lächelnd. Meinst du, ich verbringe einen ganzen Tag mit einer Frau nur deshalb, weil ich mit ihr schlafen will? Fragte er. Rebecca zuckte mit den Schultern, sagte aber nichts. Er sah, dass sie leicht errötete, und es amüsierte ihn. Wie vielen Frauen gelang es schon, einen Mann mit ihren Küssen fast zum Wahnsinn zu bringen und dann zu erröten? Aber mit dir zusammen zu sein, Rebecca, ist ein sehr besonderes Vergnügen. Sie lachte leise vor sich hin und malte mit dem Finger Kreise in den feuchten Sand. Was würde er wohl sagen oder denken, wenn er wüsste, wer ich in Wirklichkeit bin, dachte sie. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, beruhigte sie sich dann, denn sie wollte sich den schönen Tag nicht verderben lassen und auch nicht das, was zwischen ihnen war. Das ist das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe, sagte sie lächelnd. Als er sich wieder aufrichtete und sie beunruhigt ein wenig zur Seite rutschte, sagte er sofort, »Nein, ich werde dich nicht mehr berühren, zumindest jetzt im Augenblick nicht.« »Das ist eigentlich nicht das Problem.« Rebecca hob den Kopf und schloss die Augen. Sie genoss die Wärme der Sonne auf ihrer Haut. »Im Gegenteil, ich möchte ja gerade, dass du mich berührst, und zwar so sehr, dass es mir Angst macht.« Er sah sie an. Und ein besonderer Ausdruck zeigte sich in seinen Augen. Aber er sagte nichts. Sie setzte sich aufrecht hin und nahm all ihren Mut zusammen. Sie wollte ehrlich sein und hoffte, dabei keinen allzu naiven Eindruck zu hinterlassen. »Stephanos, ich gehöre nicht zu den Frauen, die gleich mit jedem Mann schlafen, der ihnen gefällt.« »Bitte, verstehe, es geht alles so rasch. Aber ich fühle auch, dass es nicht oberflächlich ist.« Stephanos fasste sie am Kinn und drehte ihren Kopf, so dass sie ihn ansehen musste. Seine Augen waren tiefblau wie die See und für Rebecca ebenso geheimnisvoll. Er traf eine schnelle Entscheidung, obwohl ihm der Gedanke schon den ganzen Tag im Kopf herumgegangen war. »Nein, das ist es auch nicht«, erwiderte er. »Rebecca, ich muss morgen nach Athen. Komm mit mir.« »Nach Athen?« fragte sie erstaunt. »Geschäftlich. Einen Tag, höchstens zwei. Ich würde mich freuen, wenn du mitkämst.« Er hatte mehr Angst, als er sich eingestehen wollte, sie könne fort sein, wenn er zurückkehrte. Sie wusste nicht, wie sie sich entscheiden sollte. Würde es richtig sein, mitzugehen? »Du sagtest doch, du hättest vor, Athen zu besuchen, oder?« Er war entschlossen, sie auf jeden Fall zum Mitkommen zu überreden, jetzt da sich die Idee in seinem Kopf festgesetzt hatte. »Ja, aber ich möchte nicht im Wege sein, wenn du zu tun hast.« »Es würde mich viel mehr von meiner Arbeit ablenken, wenn du hier bliebest.« Sie sah ihn mit einem Blick an, in dem Schüchternheit und Verlockung zugleich lagen. Er hatte Mühe, sein Verlangen zu unterdrücken und sie nicht auf der Stelle im feinen Sand zu lieben. Aber er hatte ihr ja versprochen, ihr Zeit zu geben. »Vielleicht brauche auch ich ein wenig Zeit«, dachte er. »Du wirst deine eigene Suite haben. Du bist zu nichts verpflichtet, Rebecca. Ich möchte nur deine Gesellschaft.« »Ein oder zwei Tage?« sprach sie unentschlossen halblaut vor sich hin. »Es ist überhaupt kein Problem, deine Suite hier bis zu deiner Rückkehr zu halten.« »Bis zu meiner Rückkehr?« dachte sie irritiert. »Er hat nicht von seiner gesprochen?« Wenn er Korfu morgen verließ, würde sie ihn möglicherweise niemals wiedersehen. Er bot ihr einen oder zwei weitere Tage an. »Vergiss nicht, du wolltest doch nichts mehr als garantiert ansehen«, erinnerte sie sich dann. »Niemals mehr.« Aber er hatte ja recht. Sie wollte Athen sehen, bevor sie Griechenland wieder verließ. Normalerweise wäre sie allein dorthin gereist. Noch vor ein paar Tagen hätte es nichts Schöneres für sie gegeben, als frei und ungebunden durch die Stadt zu streifen, sich Sehenswürdigkeiten anzusehen und Menschen kennenzulernen. Aber die Vorstellung, ihn bei sich zu haben, wenn sie zum ersten Mal die Akropolis sah,
Mit ihm zusammen durch die Straßen zu schlendern, erschien ihr viel verlockender und änderte alles. »Ich würde sehr gern mitkommen.« Sie sprang rasch auf und verschwand mit einem eleganten Kopfsprung im Wasser. Athen war weder Ost noch West, weder Orient noch Europa. Es gab hohe Gebäude und moderne, elegante Geschäfte in breiten Avenuen. Aber ebenso gab es schmale Gassen mit heruntergekommenen Häusern, mit winzigen Läden, in denen man alles kaufen konnte. Die Stadt war laut und hektisch, und doch besaß sie einen unvergleichlichen Charme. Rebecca verliebte sich auf den ersten Blick in sie. Paris war ihr wie eine verführerische Frau erschienen, und auch London hatte sie nicht unbeeindruckt gelassen. Aber an Athen verlor sie ihr Herz. Stephanos hatte den ganzen Morgen über Geschäfte zu erledigen, und so nutzte sie die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden. Das Hotel, in dem sie wohnten, bot zwar allen erdenklichen Luxus, aber es zog Rebecca hinaus auf die Straßen und zu den Menschen. Seltsamerweise fühlte sie sich nicht wie eine Fremde, sondern wie jemand, der nach langer, langer Zeit von einer Reise wieder nach Hause zurückkehrte. Athen hatte auf sie gewartet und war bereit, sie willkommen zu heißen. Bald hatte sie die Plaka, die Altstadt unterhalb der Akropolis, erreicht. Enge Gassen voller Touristen und Einheimischer, Tavernen, aus denen es verlockend duftete, und dann sah sie die Akropolis. Es war ein Anblick, den sie nicht wieder vergessen würde. Fasziniert und voller Ehrfurcht schaute sie hinauf zu den jahrtausendealten Bauten mit ihren marmornen Säulen. Bald hatte sie auch den Zugang gefunden, an dem sich trotz der frühen Stunde schon Urlauber drängten. Rebecca ließ sich dadurch jedoch nicht stören. Der Großartigkeit der Tempelanlage konnte die Betriebsamkeit keinen Abbruch tun. Rebecca war so beeindruckt, dass sie die Kamera an der Schulter hängen ließ und gar nicht daran dachte, zu fotografieren. Sie würde niemandem mitteilen können, wie es war, hier zwischen den Säulen zu stehen, an einem Ort, der den alten griechischen Göttern geweiht gewesen war. Die Akropolis hatte Jahrtausende überstanden, Naturgewalten getrotzt und Kriegen und der Zeit widerstanden. Aber noch immer spürte man die Heiligkeit dieses Platzes. Rebecca erwartete beinahe die Göttin Pallas Athene, Schutzherrin der Stadt Athen, mit ihrem schimmernden Helm und dem Speer hier zu sehen. Rebecca war zuerst enttäuscht gewesen, dass Stephanos an diesem ersten Morgen in Athen nicht bei ihr sein konnte. Nun aber war sie froh, allein zu sein. So konnte sie einfach auf einem Säulenrest sitzen, alles in sich aufnehmen und musste ihre Eindrücke und Gefühle nicht erläutern. Sie stand nach einer Weile wieder auf und wanderte durch die Tempel. Sie fühlte, sie hatte sich verändert. Es waren nicht nur die Orte, an denen sie gewesen war, das Neue, das sie gesehen hatte. Nein, es war Stephanos und alles, was sie dachte, fühlte und sich wünschte, seit sie ihn kennengelernt hatte. Vielleicht ging sie bald wieder nach Philadelphia zurück, aber sie würde nie wieder die Rebecca Malone sein, die sie vorher gewesen war. Wenn sich jemand einmal richtig verliebte, vollkommen und von ganzem Herzen, dann war er danach ein anderer Mensch. Sie wünschte, es wäre einfacher, so wie es vielleicht für andere Frauen war. Ein attraktiver Mann, zu dem man sich körperlich hingezogen fühlte. Aber an Stephanos hatte sie, ebenso wie an Athen, ihr Herz verloren. Beide waren seltsamerweise zu einem Teil ihres Lebens geworden. Aber wie kann ich denn sicher sein, dass ich ihn liebe, wenn ich noch nie verliebt gewesen bin? Fragte sie sich verunsichert. Zu Hause in Philadelphia hätte ich zumindest eine Freundin, mit der ich darüber sprechen könnte. Sie musste lachen. Wie oft hatte sie sich die endlosen Erzählungen der verliebten Freundin anhören müssen, die berauschenden Erlebnisse, die Enttäuschungen und die Faszination. Manchmal hatte sie sie darum beneidet. Und manchmal war sie sehr froh gewesen, dass ihr Leben frei von diesen Irritationen gewesen war. Aber immer hatte sie sich bemüht, Verständnis aufzubringen oder die Unglückliche zu trösten, wenn wieder einmal alles zu Ende war. Es war schon ziemlich seltsam, dass sie für sich selbst in einer ähnlichen Situation keinen guten Rat wusste. Alles, an was sie denken konnte, war, dass ihr Herz schneller schlug,
wenn er sie anfasste, ihre Freude und auch die Panik, die sie jedes Mal empfand, wenn er sie anblickte. Wenn sie mit ihm zusammen war, konnte sie an das Schicksal glauben und daran, dass es gleichgestimmte Seelen gab. Aber das war nicht genug. Zumindest hätte sie es einer anderen Frau als Rat gegeben. Anziehung und Leidenschaft waren nicht genug. Und doch gab es keine Erklärung, warum sie dennoch anders empfand, wenn sie mit ihm zusammen war. Es klang alles so einfach, wenn man das Schicksal als Erklärung annehmen konnte. Und dennoch verspürte sie neben all der Freude auch ein unbestimmtes Schuldgefühl. Rebecca konnte es einfach nicht abschütteln, und sie wusste, sie konnte es auch nicht länger ignorieren. Sie war nicht die Frau, für die sie sich ausgab. Nicht die welterfahrene, weitgereiste Frau, die das Leben nahm, wie es gerade kam. Egal, wie viele Bindungen sie auch löste, sie würde doch immer Rebecca Malone bleiben. Was würde Stephanos von ihr denken und für sie empfinden, wenn er wüsste, wie ihr Leben bislang verlaufen war? Und wie sollte sie es ihm sagen? Nur noch ein paar Tage mehr, sagte sie sich, als sie langsam wieder die Akropolis verließ. Es mochte eigensüchtig sein, vielleicht auch gefährlich, aber sie wollte einfach nur noch ein paar Tage mehr. Es war später Nachmittag, als Rebecca ins Hotel zurückkehrte. Da sie es nicht erwarten konnte, Stephanos zu sehen, ging sie sogleich hinauf zu seiner Suite. Sie hatte heute so viel gesehen und erlebt, dass sie ihm alles erzählen wollte. Aber ihr Lächeln verblasste augenblicklich, als nicht Stephanos, sondern eine gut aussehende junge Frau die Tür öffnete. Sie stellte sich als Stephanos Sekretärin Eleni vor. »Hallo, Miss Malone!« Selbstbewusst und elegant bat Eleni sie mit einer Handbewegung herein. »Bitte kommen Sie herein. Ich werde Stephanos sagen, dass Sie hier sind.« »Ach, ich möchte nicht stören.« Unsicher rückte Rebecca ihre Tasche zurecht. Sie kam sich plötzlich unscheinbar und dumm vor. »Aber Sie stören doch nicht, Miss Malone. Sind Sie gerade zurückgekommen?« »Ja, ich...« Jetzt erst wurde Rebecca bewusst, dass ihr Gesicht erhitzt und ihre Haare zerzaust waren. Eleni dagegen war ein Bild an Gepflegtheit und Eleganz. »Vielleicht sollte ich doch wieder gehen«, sagte sie unschlüssig. »Bitte setzen Sie sich doch. Ich bringe Ihnen gleich einen Drink.« Eleni deutete auf einen Stuhl. Sie ging zu der kleinen Bar und schenkte Rebecca ein Glas mit eisgekühltem Orangensaft ein. Dabei lächelte sie vor sich hin. Sie hatte erwartet, Stephanos geheimnisvolle Bekannte wäre glatt, beherrscht und eine wahre Schönheit. Sie war erfreut, dass Rebecca so gar nicht diesem Bild entsprach. Sie war dagegen ein wenig unsicher und ganz offensichtlich verliebt. »Hat Ihnen die Stadt gefallen?« fragte sie, als sie Rebecca das Glas reichte. »Ja, sogar sehr.« Rebecca nahm das Glas entgegen und versuchte, sich zu entspannen. »Ich bin ja eifersüchtig«, wurde ihr bewusst. Und sie konnte sich nicht erinnern, dieses Gefühl jemals zuvor empfunden zu haben. »Aber wer würde auf sie nicht eifersüchtig sein?« dachte sie, als sie Eleni zum Telefon gehen, nein, schreiten sah. Die Griechin sah wirklich atemberaubend gut aus. Sie wirkte selbstbewusst und tüchtig. Außerdem stand sie in einer Beziehung zu Stephanos, von deren Art Rebecca nichts wusste. Wie lange kannte sie ihn schon und wie gut? »Stephanos kommt gleich«, meinte Eleni, als sie den Hörer wieder auflegte. »Seine Konferenz ist gerade zu Ende.« Sie goss sich ebenfalls etwas Orangensaft ein und setzte sich Rebecca gegenüber in einen Sessel. »Athen hat Ihnen also gefallen?« »Ja, ich liebe es.« Rebecca wünschte, sie hätte sich zumindest die Haare gekämmt und ein wenig Make-up aufgelegt, bevor sie hierher gekommen war. Sie trank einen Schluck Orangensaft. »Ich hatte eigentlich keine bestimmte Vorstellung von der Stadt, aber ich bin begeistert und beeindruckt.« »Für die Europäer ist es schon halber Orient, während die Orientalen Athen als Europa ansehen.« Eleni lächelte. Sie schlug die schlanken Beine übereinander und lehnte sich zurück. »Athen ist Griechenland und ganz besonders trifft dies auf den Athener zu.« Sie sah Rebecca über den Rand ihres eisbeschlagenen Glases an. »Die Menschen schätzen Stephanos oft ebenso ein, und dabei ist er nur er selbst.« »Wie lange arbeiten Sie schon für ihn?« Rebecca war froh, dass Eleni ihr Gelegenheit zu dieser Frage gegeben hatte.
5 Jahre. Dann müssen Sie ihn sehr gut kennen. Ja, besser als manch anderer. Er ist ein anspruchsvoller und großzügiger Arbeitgeber und ein interessanter Mann. Ich liebe meine Arbeit und reise glücklicherweise gern. Rebecca spielte mit dem Glas in ihren Händen. Ich wusste gar nicht, dass das Geschäft mit Oliven so viele Reisen erfordert. Eleni sah sie ein wenig überrascht an, aber sie ließ sich nichts anmerken. Bis eben hatte sie nicht gewusst, ob die Amerikanerin von Stephanos oder von seinem Geld fasziniert war. Nun kannte sie die Antwort. »Wenn Stephanos etwas tut, dann tut er es auch sehr sorgfältig«, meinte sie lächelnd. »Hat er mit Ihnen eigentlich schon über die Abendgesellschaft heute gesprochen?« »Er sagte etwas von einem Geschäftsessen.« Eleni lächelte sie zum ersten Mal offen an. »Es wird zwar nur eine kleine, aber dafür umso exklusivere Gesellschaft sein.« Rebecca griff unwillkürlich an ihre Haare, und Eleni deutete diese Geste richtig. »Falls Sie irgendetwas für den Abend benötigen, ein passendes Kleid oder einen Friseur, im Hotel finden Sie beides«, sagte sie hilfsbereit. Rebecca musste an die Freizeitkleidung denken, die sich in ihrer kleinen Reisetasche befand. Sie hatte für die 2 Tage nicht mehr mitgenommen, weil sie nicht mit einem derartigen Anlass gerechnet hatte. »Ich brauche alles.« Eleni stand auf und lächelte sie verständnisvoll an. »Ich werde mich darum kümmern.« »Vielen Dank, aber ich möchte Sie nicht von Ihrer Arbeit abhalten«, wehrte Rebecca verlegen ab. »Es gehört zu meinen Pflichten, dafür zu sorgen, dass Sie sich wohlfühlen«, entgegnete Eleni. Da öffnete sich die Tür, und Stephanos kam herein. Eleni nahm sofort ihr Glas und ihren Notizblock und verließ mit einem freundlichen Nicken zu Rebecca das Zimmer. »Du warst lange fort«, wandte sich Stephanos an Rebecca. »Ach, ich habe so viel Interessantes gesehen, da verging die Zeit wie im Flug.« Sie wollte aufstehen, aber er war mit 2 schnellen Schritten bei ihr und zog sie hoch. Im nächsten Augenblick fühlte sie seine Lippen auf ihrem Mund. Er küsste sie mit hungriger Leidenschaft. Sie wehrte sich nicht dagegen, sondern ergab sich seinen Zärtlichkeiten. Stephanos stöhnte leise. »Wie kann man sich so sehr nach einer Frau sehnen, wie ich mich nach ihr?«, dachte er. Den ganzen Morgen über hatte er sich nur unter großen Schwierigkeiten auf seine Geschäfte konzentrieren können. Seine Gedanken schweiften immer wieder ab, und er hatte an ihre Lippen, ihre Brüste und ihre Leidenschaft denken müssen. Als sie dann immer noch nicht zurückkehrte, hatte er sich Sorgen um sie gemacht, wie nie zuvor um einen Menschen. Er konnte sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Undenkbar, wenn sie eines Tages nicht mehr da wäre. Aber dazu wird es nicht kommen, schwor er sich. Sie gehört zu mir und ich zu ihr, dachte er. Ich brauche sie. Aber er durfte nicht vollends den Verstand verlieren. Mit Mühe unterdrückte er seine aufsteigende Erregung und löste sich von Rebecca. Sie hielt immer noch die Augen geschlossen. Ihre sinnlichen Lippen waren leicht geöffnet. Seufzend schlug sie schließlich die Lider auf. Sie holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Ich sollte wohl des Öfteren einmal einen Stadtbummel machen, sagte sie lächelnd. Da bemerkte Stephanos, dass er ihren Arm fest umklammerte. Sofort lockerte er den Griff. Ich wäre lieber dabei gewesen, sagte er gepresst. Aber du hattest doch zu tun. Außerdem sicherlich hättest du dich gelangweilt. Es wäre nichts für dich gewesen, in alle Läden mit mir zu gehen und dir Sehenswürdigkeiten anzusehen, die du schon lange kennst. Rebecca lachte. Sie bemerkte seine Anspannung nicht. Nein, bestimmt nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, dass er sich jemals in ihrer Gegenwart langweilen würde. Ich wäre wirklich gern bei deinem ersten Tag in Athen mit dir zusammen durch die Straßen gegangen. Es war, als käme ich nach Hause zurück, sagte sie versonnen. Alles war so beeindruckend, und ich konnte nicht genug bekommen. Sie deutete auf ihre Schultertasche. Es ist so ganz anders als alles, was ich bisher kennengelernt habe. Auf der Akropolis habe ich nicht ein einziges Foto gemacht. Ich fühlte, ich würde das Besondere dort nicht mit der Kamera einfangen können und versuchte es deshalb auch gar nicht erst. Dann wanderte ich durch die Straßen der Altstadt, und mir fielen überall die älteren Männer auf,
die mit diesen rosenkranzähnlichen Ketten spielten. Warte mal, wie heißen sie noch? Es fiel ihr nicht mehr ein. Combo Loy, half er ihr. Ja, ja, und ich stelle mir vor, wie sie vor den Café Neons sitzen und die Passanten betrachten, Tag für Tag, Jahr um Jahr. Sie setzte sich und freute sich, dass sie ihm von ihren Eindrücken berichten konnte. Und dann gab es diese Unmengen von Geschäften, die Souvenirs anboten. Die meisten haben mir allerdings nicht gefallen, vor allem die kitschigen Kopien der antiken Statuen. Stephanos setzte sich neben sie. »Wie viele hast du denn davon gekauft?« »Beinahe eine für dich«, lachte sie und suchte dann in ihrer Tasche. »Aber dann habe ich es mir doch anders überlegt und dir ein anderes Geschenk mitgebracht.« »Ein Geschenk?« »Ja, ich habe es in einem winzigen Geschäft in einer kleinen Seitengasse gefunden. Es war ein düsterer, etwas schmuddeliger Laden, aber voll von faszinierendem Krimskrams. Der Besitzer sprach ein wenig Englisch und ich hatte ja mein Griechisch für Reisende dabei. Aber bald wurde es schwierig, sich zu verständigen. Schließlich nahm ich dies hier.« Rebecca zog eine S-förmig gebogene, zierliche Porzellanpfeife heraus, die mit Abbildungen von wilden Ziegen verziert war. Ein langer, glänzend polierter Stiel mit einem Mundstück aus Messing befand sich daran. »Es erinnerte mich an die Bergziegen, die wir auf Korfu gesehen haben«, erklärte sie Stephanos, während er sich die Pfeife genauer ansah. »Ich dachte, sie würde dir vielleicht gefallen, wenn ich dich auch noch nie habe Pfeife rauchen sehen.« Stephanos sah auf und lachte. »Normalerweise rauche ich auch nicht Pfeife und ganz besonders nicht aus einer solchen.« »Eigentlich sollte es auch mehr als Dekorationsstück dienen«, meinte Rebecca etwas verwirrt durch seine Bemerkung. »Der Mann versuchte mir noch etwas zu erklären, aber ich habe ihn leider nicht verstehen können. Eine solche Pfeife habe ich vorher auch noch nie gesehen.« »Da bin ich aber erleichtert.« Als sie ihn verwundert ansah, beugte er sich vor und strich ihr leicht über die Lippen. »Matiamu, dies ist eine Haschischpfeife.« »Eine Haschischpfeife?« Verblüfft sah sie ihn an und betrachtete dann voller Neugier die schlanke Pfeife. »Wirklich? Ich meine, haben die Leute diese Pfeife wirklich zum Haschischrauchen benutzt?« »Unzweifelhaft. Und zwar eine ganze Menge Leute sogar. Ich schätze, die Pfeife ist mindestens 150 Jahre alt.« »Nein, so etwas. Es ist wohl kein besonders geeignetes Geschenk für dich, nicht wahr?« »Warum denn nicht? Jedes Mal, wenn ich es mir ansehe, werde ich an dich denken.« Verunsichert sah Rebecca ihn an, aber dann sah sie das Funkeln in seinen Augen und war beruhigt. Sie lächelte. »Vielleicht hätte ich dir besser eine Statue der Pallas Athene aus Plastik schenken sollen«, scherzte sie. Er stand auf und zog sie mit sich hoch. »Ich fühle mich geehrt, dass du mir überhaupt etwas mitgebracht hast«, sagte er lächelnd, und sein Griff wurde auf einmal fester. »Ich möchte viel Zeit mit dir verbringen, Rebecca. Es gibt so vieles, das ich von dir wissen möchte.« Er sah sie forschend an. »Was sind deine Geheimnisse?« »Nichts, was von Interesse für dich wäre.« »Du irrst dich. Morgen werde ich herausfinden, was ich wissen will.« Er bemerkte kurz einen sonderbaren Ausdruck in ihren Augen. »Andere Männer«, dachte er und spürte, dass er eifersüchtig war. »Also keinerlei Ausflüchte mehr. Ich will alles von dir, ohne Ausnahme. Alles. Verstehst du?« »Ja, aber...« »Morgen.« Er unterbrach sie einfach und war ihr plötzlich fremd in seiner bestimmenden Art. »Ich habe jetzt geschäftlich etwas zu tun, das ich leider nicht verschieben kann. Ich hole dich um 7 Uhr heute Abend ab.« »Gut.« »Bis morgen ist es noch lange hin«, dachte sie. »Bis dahin werde ich Zeit genug haben, mir zu überlegen, was ich ihm sage.« Vor morgen kam erst einmal der heutige Abend, und heute Abend wurde sie noch einmal all das sein, was sie sein wollte. Alles, was er von ihr erwartete. »Ich muss jetzt gehen.« Bevor er sie noch einmal berühren konnte, beugte sie sich schnell zu ihrer Tasche hinunter, die auf dem Boden stand, und hob sie auf. Als sie schon an der Tür war, drehte sie sich noch einmal zu ihm um. Er hatte sich nicht gerührt. »Stephanos, du wirst möglicherweise enttäuscht sein, wenn du mehr von mir erfährst«, sagte sie ruhig. Dann wandte sie sich schnell ab und schloss die Tür hinter sich. Stephanos stand da und sah ihr mit gerunzelter Stirn nach.
Aufgeregt schaute Rebecca immer wieder in den Spiegel. Sie war schrecklich nervös. Die Frau, die ihr entgegensah, war ihr nicht fremd, aber es war eine völlig veränderte Rebecca Malone. Lag es an der Frisur? Rebecca hatte sich das Haar von der geschickten Hotelfriseuse ein wenig stylen lassen. Oder war es das Kleid aus leuchtend rotem, mit schwarzen Schleifchen bedrucktem Stoff, dessen raffiniert drapierte Corsage die Schultern freiließ? Der weite Rock wurde durch einen schwarzen Tüllpetticoat in Form gehalten. Dazu trug Rebecca eine schwarze Feinstrumpfhose und rote, hochhackige Satinpumps. Nein, es war mehr als nur das. Mehr als ein gekonntes Make-up, ungewohnte Kleidung und geschicktes Styling. Es lag an ihren Augen. Es war nicht zu übersehen. Die Frau, die ihr aus dem Spiegel entgegenblickte, war bis über beide Ohren verliebt. Was sollte sie dagegen tun? Was konnte sie tun? Rebecca wusste, es gab Dinge im Leben, die waren nicht zu ändern. Aber würde sie auch stark genug sein, mit den Folgen ihres Handelns zu leben? Als es an der Tür klopfte, warf sie einen letzten Blick in den Spiegel, holte tief Luft und ging zur Tür. Heute Nachmittag war alles viel zu schnell gegangen. Als sie aus Stefaners Suite in ihre zurückgekommen war, hatte sie dort bereits eine lange Liste der von Eleni getroffenen Termine vorgefunden. Eine Massage, eine Gesichtsbehandlung, Friseur und dazu eine Karte des Managers der hoteleigenen Boutique. Sie hatte gar keine Zeit gehabt, lange zu überlegen. Nicht über den kommenden Abend und auch nicht über das Morgen, die Zukunft. Vielleicht ist es besser so, dachte sie. Wenn ich meinem Gefühl vertraue, wird sicher alles gut gehen. Sie sieht aus wie eine Sirene, dachte Stefanos, als sie vor ihm stand. Hatte er jemals gedacht, sie sei keine Schönheit? In diesem Moment glaubte er, noch niemals eine Frau gesehen zu haben, die ihn mehr gefesselt hatte. »Du bist unvergleichlich, Rebecca«, sagte er. Er griff nach ihren Händen und blieb so einen Moment auf der Türschwelle stehen. »Warum? Weil ich so pünktlich fertig bin?« »Weil du niemals das bist, was ich erwartet habe.« Er führte ihre Hand an seine Lippen. »Und immer das, was ich mir wünsche.« Sein Kompliment machte sie sprachlos, und sie war froh, als er die Tür hinter ihnen schloss und sie zum Fahrstuhl führte. Auch Stefanos sah anders aus als sonst. Normalerweise war er mit lässiger Eleganz gekleidet, aber heute Abend, da trug er einen Smoking, der ihm ausgezeichnet stand. »So wie du aussiehst, Rebecca, ist es fast eine Sünde, dich nur zu einem Geschäftsessen mitzunehmen«, meinte er, während sie auf den Fahrstuhl warteten. »Ach, ich freue mich aber schon darauf, deine Geschäftsfreunde kennenzulernen.« »Geschäftspartner«, berichtigte er sie mit einem seltsamen Lächeln. »Wenn du einmal arm gewesen bist und vorhast, es nie wieder zu sein, dann machst du dir im Geschäftsleben keine Freunde.« Rebecca runzelte die Stirn. Diese Seite kannte sie gar nicht an ihm. War er hartnäckig im Durchsetzen seiner geschäftlichen Ziele? »Ja«, dachte sie, »das ist er ganz bestimmt, mit allem, was ihm gehört.« »Aber Feinde?«, fragte sie nun. »Nun ja, im Geschäftsleben gelten die gleichen Regeln für alle. Man unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Mein Vater hat mich mehr als nur das Fischen gelehrt, Rebecca. Er brachte mir auch bei, erfolgreich zu sein, auf ein Ziel zuzugehen und es zu erreichen. Und er lehrte mich nicht nur zu vertrauen, sondern auch, wie weit dieses Vertrauen gehen darf. Ich bin niemals arm gewesen, aber ich stelle es mir schrecklich vor. Es macht stark.« Der Fahrstuhl war angekommen und mit einem leisen Zischen öffneten sich automatisch die Türen. »Wir haben eine verschiedene Herkunft, aber glücklicherweise bewegen wir uns auf derselben Ebene.« »Wie verschieden wir in Wirklichkeit sind, davon hast du keine Ahnung«, dachte Rebecca bedrückt. Er hatte von Vertrauen gesprochen. Wie gerne hätte sie ihm jetzt die Wahrheit gestanden. Gestanden, dass sie keine eleganten Partys kannte und nicht das Leben des Jet-Set führte, wie er von ihr annehmen musste. »Ich bin eine Betrügerin«, dachte sie niedergeschlagen. »Und wenn er es herausfindet, dann wird er mich auslachen und mich verlassen.«
aber dennoch wollte sie, dass er alles erfuhr. »Stephanos, ich möchte dir«, begann sie fast verzweifelt, als sie den Fahrstuhl wieder verließen. »Hallo, Stephanos, wie ich sehe, hast du wieder eine der schönsten Frauen an deiner Seite«, unterbrach sie deine leutselige Männerstimme. »Hallo, Dimitri.« Sie blieben stehen. Rebecca sah einen Mann Ende 40 mit klassischen griechischen Zügen. Sein schon ergrautes Haar stand in reizvollem Gegensatz zu seiner gebräunten Haut. Er trug einen beeindruckenden Schnauzbart, und wenn er lächelte, zeigte er ebenmäßige, glänzend weiße Zähne. »Es war sehr freundlich von dir, uns einzuladen, Stephanos, aber noch viel freundlicher wäre es, mich deiner reizvollen Begleiterin vorzustellen«, sagte er lächelnd. »Rebecca Malone? Dimitri Petropoulos.« Er hatte einen festen Händedruck. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Miss Malone«, begrüßte er Rebecca lächelnd. »Halb Athen ist neugierig darauf, die Frau kennenzulernen, die mit Stephanos gekommen ist.« »Eine nette und charmante Übertreibung«, meinte Rebecca lächelnd. »Athen scheint mir ziemlich arm dran zu sein, was Neuigkeiten betrifft«, entgegnete sie. Er sah sie einen Moment erstaunt an. Dann lachte er breit. »Ich bin sicher, Sie werden uns mit einer Fülle von Neuigkeiten versorgen.« Stephanos schob seine Hand unter ihren Ellenbogen. Er bedachte Dimitri mit einem ziemlich scharfen Blick. Rebecca verstand. Er mochte mit Dimitri über Ländereien verhandeln, aber was sie betraf, duldete er keine Konkurrenz. »Du wirst uns einen Moment entschuldigen, Dimitri. Ich möchte Rebecca gerne ein Glas Champagner anbieten.« »Oh, natürlich!« Amüsiert strich sich Dimitri über den Schnauzbart und sah den beiden nach. Als Stephanos von einer kleinen Abendgesellschaft gesprochen hatte, hätte Rebecca niemals vermutet, er hätte damit über 100 Leute gemeint. Nachdenklich nippte sie an ihrem Champagner und hoffte nur, sie würde gerade heute nicht in ihre alte Schüchternheit verfallen. Oft genug hatte sie auf Partys kaum den Mund aufbekommen. »Aber heute Abend soll mir das nicht passieren«, versprach sie sich. Im Laufe des Abends lernte sie Dutzende von Leuten kennen und versuchte, die einzelnen Namen zu behalten, aber es war hoffnungslos. Trotzdem fühlte sie sich unter all den fremden Menschen ausgesprochen wohl. Keiner von ihnen gab ihr auch nur einmal zu verstehen, dass sie nicht zu ihnen gehörte. Sie plauderte selbstbewusst und charmant und wurde offensichtlich bewundert. Vielleicht gab es die neue Rebecca Malone tatsächlich. Die allgemeine Unterhaltung drehte sich um Hotels und Ferienanlagen. Rebecca fand es seltsam, dass sich so viele Menschen dieser Branche heute Abend hier befanden. Von Olivenfarmern hatte sie eigentlich überhaupt nichts gesehen. »Du siehst so aus, als amüsiertest du dich gut«, hörte sie da Stephanos Stimme hinter sich und drehte sich um. »Ja, es gibt hier so viele interessante Leute.« »Interessant. Und ich hatte gedacht, du würdest dich hier langweilen.« »Nein, überhaupt nicht.« Rebecca trank den letzten Schluck Champagner und stellte das Glas beiseite. Sofort erschien ein Kellner und bot ihr ein volles an. Stephanos sah ihr lächelnd zu, als sie es dankend annahm. »Dann bist du also gern auf Partys?« »Manchmal. An dieser gefällt mir, dass ich einige deiner Geschäftspartner kennenlernen kann.« Stephanos wandte den Kopf und bemerkte, dass man sie beobachtete und über sie sprach. »Sie werden über dich in den kommenden Wochen noch genug zu reden haben, habe ich den Eindruck.« Er lachte. Rebecca lachte ebenfalls und sah sich um. Alle Geladenen waren teuer und elegant gekleidet, und die Frauen trugen Kleider nach dem neuesten Schnitt und kostspieligen Schmuck. Hier waren die Reichen und Erfolgreichen versammelt, da gab es keinen Zweifel. Stephanos hatte seine Gäste in den Festsaal des Hotels geladen. Dezent in weiß und rosé gemusterte Stofftapeten bedeckten die Wände, und der edle Parkettfußboden glänzte wie ein Spiegel. Von der Decke hing ein eindrucksvoller Kronleuchter, dessen geschliffene Kristalle prächtig funkelten. Und an den Wänden gaben vergoldete Leuchter zusätzlich sanftes Licht. Die Tische waren mit blütenweißen Damasttischtüchern gedeckt. Die Blumengestecke harmonierten mit dem wundervollen feinen Porzellan. Und das silberne Besteck schimmerte im Kerzenlicht.
»Es ist wirklich ein sehr schönes Hotel«, meinte Rebecca anerkennend. »Alles ist unaufdringlich elegant und die Bedienung ist erstklassig.« Sie lächelte Stephanos an. »Ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen zwischen dem Hotel auf Korfu und diesem hier.« »Vielen Dank.« Als Rebecca ihn erstaunt anblickte, lachte er leise. »Sie gehören mir.« »Was gehört dir?« Sie begriff nicht sofort. »Na, die Hotels«, erwiderte er lakonisch und führte sie zu Tisch. Während der ersten Viertelstunde brachte sie so gut wie kein Wort heraus. Und wenn sie etwas sagte, wusste sie schon gleich darauf nicht mehr, was es gewesen war. An dem Tisch saßen sie zu acht. Dimitri hatte die Tischkarten so getauscht, dass er neben Rebecca sitzen konnte. Rebecca aß mit wenig Appetit, versuchte ein oberflächliches Gespräch in Gang zu halten, aber sie kam sich auf einmal unerträglich einfältig vor. Er war nicht nur wohlhabend, sondern reich. Was würde er von ihr denken, wenn er erfuhr, wer und was sie in Wirklichkeit war? Würde er ihr jemals wieder vertrauen? Das Essen schmeckte ihr auf einmal nicht mehr. Würde Stephanos sie für eine der Frauen halten, die es auf reiche, unverheiratete Männer abgesehen hatten? Dass sie sich ihm absichtlich aufgedrängt hatte? Sie zwang sich, zu ihm hinüberzusehen und bemerkte, dass sein Blick auf sie gerichtet war. Er musste sie schon eine ganze Weile beobachtet haben. Rasch spießte sie ein Stück Lammfleisch auf ihre Gabel und schob es sich in den Mund. »Warum kann er nicht ein normaler Mann sein?«, dachte sie mit einem Anflug von Verzweiflung. »Jemand, der zum Beispiel in einem der Touristenhotels arbeitet. Warum hatte sie sich in jemanden verliebt, der in einer ganz anderen Welt lebte?« »Haben Sie uns in Gedanken bereits verlassen?« Rebecca fuhr zusammen und sah, dass Dimitri sie anlächelte. Sie errötete. »Oh, es tut mir leid.« »Nun, eine schöne Frau braucht sich niemals zu entschuldigen, wenn sie sich in ihren Gedanken verliert«, meinte er charmant und tätschelte ihre Hand. Er ließ sie länger dort als notwendig. Stephanos sah stirnrunzelnd zu ihm hin, und er sah es auch. Freundlich lächelnd blickte er zurück. Es machte ihm Spaß, Stephanos ein wenig zu ärgern. »Ach, verraten Sie mir, wie haben Sie Stephanos kennengelernt?« wandte er sich wieder an Rebecca. »Nun, wir trafen uns auf Korfu.« Rebecca musste an das erste Essen mit Stephanos denken und wie schön es gewesen war. »Ah, laue Nächte und Tage voller Sonnenschein. Sind Sie auf Urlaub hier?« »Ja«, sie vertiefte ihr Lächeln. »Stephanos hat mir einiges von Korfu gezeigt.« »Ja, er kennt es gut, ebenso wie viele andere Inseln unserer Heimat. In ihm ist etwas von einem Zigeuner.« Er sagte es freundlich, nicht herablassend. Sie hatte es auch schon gespürt. Machte das nicht gerade einen Teil der Faszination aus, die von ihm ausging? »Kennen Sie ihn schon lange?« »Nun, wir haben eine sehr lange, dauernde geschäftliche Beziehung. Ich würde es als freundschaftliche Rivalität bezeichnen. Er hat schon ziemlich früh über umfangreichen Landbesitz verfügt.« Er machte eine ausladende Handbewegung. »Und wie Sie sehen, hat er es verstanden, mehr daraus zu machen. Ich glaube, er besitzt auch in Ihrer Heimat zwei Hotels.« »Wie bitte? Dort auch?« Rebecca hob ihr Glas und trank schnell einen Schluck. »Ja, deswegen hatte ich auch angenommen, er würde Sie von dort her kennen und Sie wären alte Freunde.« »Nein.« Rebecca nickte schwach, als der Kellner den nächsten Gang servierte. »Wir kennen uns erst ein paar Tage.« »Wie immer ist Stephanos sehr schnell und von gutem Geschmack.« Dimitri ergriff wieder Rebeccas Hand und bemerkte amüsiert, dass Stephanos Gesicht sich verdüsterte. »Wo wohnen Sie in den USA?« »In Philadelphia, im Bundesstaat Pennsylvania.« »Entspann dich endlich«, befahl sie sich. »Entspann dich und genieß den Abend. Es liegt im Nordwesten.« Stephanos war wütend, dass Rebecca ungeniert mit einem anderen Mann flirtete. Aber er ließ sich nichts anmerken. Sie aß kaum von den verschiedenen Gängen, die aufgetragen wurden, sondern schenkte Dimitri des Öfteren ihr scheues Lächeln,
das auch er so aufregend fand. Nicht ein einziges Mal zog sie ihre Hand zurück, wenn Dimitri ihre berührte, oder wich zur Seite, wenn er sich zu ihr herüberbeugte. Stephanos konnte sogar den Duft ihres Parfums an seinem Platz wahrnehmen. Und das machte alles nur noch schlimmer. Ebenso wie ihr leises Lachen, wenn Dimitri ihr etwas ins Ohr flüsterte. Und dann standen die beiden auf, und Dimitri führte sie zur Tanzfläche. Stephanos saß da und versuchte, seine zunehmende Eifersucht unter Kontrolle zu bekommen. Er beobachtete, wie die beiden nach der romantischen Musik tanzten. Sie tanzten sehr eng miteinander, und Rebeccas Gesicht war nur eine Handbreit von Dimitris entfernt. Stephanos wusste, wie es war, sie in den Armen zu halten und ihren Duft zu spüren, sich in ihren Augen zu verlieren und den Wunsch zu haben, die halb geöffneten Lippen zu küssen. Stephanos war, was seine Geschäfte und das Land betraf, sehr strikt in seinen Eigentumsbegriffen, aber niemals hatte er diese auf Frauen übertragen. Man durfte Menschen nicht als Besitz betrachten. Jedoch sah nur ein Dummkopf dabei zu, wenn ein anderer Mann sich an die Frau heranwagte, an die er sein Herz schon verloren hatte. Mit einem unterdrückten Fluch stand er auf, ging auf die Tanzfläche und legte Dimitri die Hand auf die Schulter. Dimitri begriff sofort. Er sah Rebecca bedauernd an und gab sie frei. »Also dann, bis später«, sagte er zu ihr und verschwand. Bevor Rebecca auch nur etwas sagen konnte, hatte Stephanos sie heftig in die Arme gezogen. Sie wehrte sich nicht, sondern überließ sich ohne zu überlegen seiner Führung. »Vielleicht ist dies alles nur ein Traum«, dachte sie. »Aber wenn es einer ist, dann will ich jeden Moment genießen, bis ich aufwache.« Stephanos spürte, dass sie sich an ihn schmiegte. Ihre Wangen berührten sich, und sie spielte sanft mit seinen Haaren. Hatte sie auch so mit Dimitri getanzt? Die Antwort kannte er. »Ich bin wirklich ein Dummkopf«, dachte er, »dass ich mich so benehme, aber er war es gewöhnt, um etwas zu kämpfen. Warum sollte es in diesem Fall anders sein?« Am liebsten hätte er sie auf die Arme genommen und hinausgetragen, sich einen stillen, abgeschiedenen Platz gesucht und mit ihr geschlafen. »Gefällt es dir hier?« fragte er stattdessen. »Oh ja! Ich will jetzt nicht daran denken, wer er ist«, dachte sie. »Die Nacht wird schnell genug vorüber sein, und dann wird mich die Wirklichkeit wieder einholen.« Sie wollte den Augenblick genießen und sich nur einfach den Gefühlen hingeben, die sie für ihn empfand. »Ja, sogar sehr gut.« Sie hatte diese wenigen Worte in einem solch träumerischen Ton gesagt, dass es ihn wie einen Hieb traf. »Offensichtlich hast du dich blendend mit Dimitri verstanden.« »Ja, er ist ein ausgesprochen netter Mann, finde ich.« »Und es ist dir nicht schwer gefallen, aus seinen in meine Arme zu kommen?« Erst jetzt durchdrang der Sinn seiner letzten Sätze ihre Freude. Sie blieb stehen und sah ihn prüfend an. »Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst, Stephanos.« »Ich glaube, du verstehst es doch.« Rebecca fand seine Unterstellungen so absurd, dass sie beinahe losgelacht hätte, aber ein Blick in sein verschlossenes, grimmiges Gesicht belehrte sie eines Besseren. Plötzlich empfand sie einen leichten Druck in der Magengegend. »Falls ich dich tatsächlich richtig verstanden haben sollte, dann halte ich dich für unmöglich. Vielleicht sollten wir lieber an den Tisch zurückgehen«, erwiderte sie verärgert. »Damit du wieder bei ihm sein kannst?« Kaum waren die Worte heraus, bedauerte Stephanos sie schon. Es war unfair und außerdem sehr dumm, was er gesagt hatte. Rebecca versteifte sich und ihr Gesicht wurde ausdruckslos. »Dies ist wohl nicht der richtige Ort für derlei Diskussionen«, erwiderte sie kühl. »Damit hast du wohl recht.« Er war ebenso wütend auf sich wie auf sie, als er sie von der Tanzfläche zog. »Was soll das? Was hast du vor?« Rebecca war inzwischen über den ersten Ärger hinweggekommen und blieb vor dem Fahrstuhl stehen. Schweigend und ohne Widerstand zu dulden,
hatte Stephanas sie bis hierher gebracht. »Ich bringe dich an einen geeigneteren Ort für unsere Diskussion.« Damit schob er sie in den Fahrstuhl, dessen Türen sich gerade vor ihnen geöffnet hatten. Dann drückte er den Knopf. »Du hast Gäste«, erinnerte sie ihn. Aber er bedachte sie mit einem Blick, der nichts Gutes verhieß. »Ich möchte gern gefragt werden, ob ich gehen möchte, und nicht wie ein störrisches Maultier hinter dir hergezerrt werden«, fuhr sie ihn an. Als dann der Fahrstuhl hielt und sich öffnete, streifte sie seine Hand heftig ab und betrat den Flur. Sie hatte vor, in ihre Suite zu gehen und ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Aber sie kam nicht weit. Kaum hatte sie 2, 3 Schritte getan, war er bei ihr, und es blieb ihr keine andere Wahl, als ihm in seine Suite zu folgen, wollte sie die Situation nicht noch verschlimmern. »Ich will nicht mit dir reden«, sagte sie, als er die Tür hinter ihr geschlossen hatte. Sie fühlte, wie sie vor Zorn zu beben begann. Er erwiderte zunächst nichts, sondern löste seine Krawatte und öffnete dann die obersten beiden Knöpfe seines Hemdes. Als nächstes ging er zur Bar und schenkte 2 Gläser Cognac ein. Stephanos wusste, er verhielt sich völlig unbeherrscht. Aber er konnte nichts dagegen tun. Es war eine völlig neue Erfahrung für ihn. Aber davon hat es mehrere gegeben, seit ich Rebecca kennengelernt habe, dachte er. Er ging zu ihr zurück und stellte ein Glas neben sie. Hin und her gerissen zwischen seinen Gefühlen, wusste er nicht, ob er sie anschreien oder vor ihr auf die Knie fallen sollte. »Du bist mit mir nach Athen gekommen und nicht mit Dimitri oder einem anderen Mann«, sagte er hart. Rebecca wagte nicht, den Cognac-Schwenker zu berühren. Sie fürchtete, er würde ihr aus den Händen fallen. So sehr zitterten diese. »Ist das in Griechenland so, dass es einer Frau verboten ist, mit einem anderen Mann zu sprechen?« Seltsamerweise klang ihre Stimme klar und fest. »Sprechen?« Stephanos sah noch immer, wie dicht Dimitris Wange neben ihrer gewesen war. Dimitri war ein erfahrener und gewandter Mann. Er entstammte der gleichen Schicht wie wohl auch Rebecca. Vor Generationen erworbenes Vermögen, behütete Kindheit und gute Erziehung. »Erlaubst du jedem Mann, der mit dir spricht, dich in den Armen zu halten und zu berühren?« Rebecca wurde blass. Wütend schüttelte sie den Kopf. »Was ich tue und mit wem, geht nur mich und keinen anderen etwas an.« Stephanos nahm das Glas und trank langsam einen Schluck. »Du irrst. Wenn du glaubst, du kannst über mich verfügen, nur weil ich mit dir hierher gekommen bin, dann täuschst du dich. Ich bin ein selbstständiger Mensch, Stephanos.« »Niemand hat das Recht, mir zu sagen, was ich tun soll«, dachte sie verärgert. »Ich treffe meine Entscheidungen selbst.« Mit verstärktem Mut sah sie ihn herausfordernd an. »Ich gehöre niemandem, auch dir nicht, niemandem. Und ich mag es nicht, wenn man mir etwas befiehlt oder mich zu etwas zwingt, das ich nicht will. Ebenso wenig mag ich es, wenn man mich drängt.« Damit drehte sie sich um. Da fühlte sie seine Hände auf ihren Schultern und spürte seinen Atem auf ihrem Nacken. »Du wirst nicht zu ihm zurückgehen.« »Du würdest mich nicht davon abhalten können, wenn es das wäre, was ich wollte.« Zornig sah sie ihn über die Schulter an. »Aber ich habe nicht die Absicht, wieder hinunterzugehen, weder zu Dimitri noch zu sonst jemandem.« Sie riss sich los. »Du weißt ja nicht, was du sagst. Warum sollte ich wohl mit ihm zusammen sein wollen, wenn ich in dich verliebt bin?« entfuhr es ihr. Erst da begriff sie, was sie gerade gesagt hatte. Verlegen fuhr sie herum und versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien. »Lass mich zufrieden! Oh, lass mich zufrieden!« rief sie aufgeregt aus. »Glaubst du, ich könnte dich jetzt gehen lassen?« Stephanos sah sie an und entdeckte das Verlangen in ihren Augen. »Wie lange habe ich auf diese Worte gewartet?« Er küsste sie, bis ihr Widerstand nachließ und sie ruhig in seinen Armen lag. »Du machst mich noch verrückt«, flüsterte er ihr ins Ohr, »egal, ob du bei mir bist oder nicht. Bitte.« Verwirrt senkte Rebecca den Kopf. »Bitte, lass mich nachdenken.« »Nein, nein, 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 du darfst mich um alles bitten. Nur nicht um mehr Zeit.« Stephanos zog sie an sich und barg das Gesicht in ihrem Haar. »Glaubst du, ich mache mich bei jeder Frau zum Narren?«
Rebecca stöhnte auf, als seine Lippen ihren Mund berührten. »Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht.« »Doch, das tue ich.« Stephanos sah ihr in die Augen. »Als ich dich zum ersten Mal sah, hatte ich das Gefühl, dich schon lange zu kennen. Ich spürte ein heftiges Verlangen nach dir. Ich wollte dich besitzen.« Rebecca fühlte, dass er die Wahrheit sagte. Trotzdem schüttelte sie den Kopf. »Es geht nicht.« »Ich habe dich von Anfang an geliebt, Rebecca.« Er sah, dass sie blass wurde. »Ich will nicht, dass du etwas behauptest, das nicht stimmt oder dessen du dir nicht sicher bist. Aber hast du es denn nicht gefühlt, als ich dich das erste Mal küsste?« Als er die Bestätigung in ihren Augen las, packte er sie unwillkürlich fester. Er spürte, dass ihr Herz genauso rasend schlug wie seines. »Glaub mir, Rebecca, es kommt mir vor, als seist du wieder zu mir zurückgekehrt.« Als sie den Mund öffnete, um zu antworten, hob er die Hand. »Sag nichts mehr. Ich möchte dich heute Nacht besitzen.« Als sie seine Lippen auf ihrem Mund fühlte, war Rebecca auf einmal bereit, ihm alles zu glauben. Ihre Gefühle für ihn waren stärker als ihre Vernunft. In seiner Umarmung lag keine Zärtlichkeit. Es war, als hätten sich zwei Liebende lange nicht gesehen. Wild und leidenschaftlich umarmten sie einander, und Rebecca erwiderte Stephanos Liebkosungen auf eine Weise, die sie nie für denkbar gehalten hätte. Ungeduldig streifte sie ihm das Jackett von den Schultern. Ja, er war zu ihr zurückgekommen. Aber war es nicht verrückt, wirklich daran zu glauben? »Gut, und dann werde ich eben heute Nacht verrückt sein«, fuhr es Rebecca durch den Sinn. Stephanos kostete ihre Haut mit den Lippen und sog tief den betörenden Duft ein. Rebecca in den Armen zu halten, trieb ihn fast zum Wahnsinn. Er genoss es, mit den Lippen und den Händen ihr Verlangen zu steigern, und ihr Stöhnen erregte ihn. Er wollte sie hilflos in seinen Armen machen. Irgendetwas Primitives hatte von ihm Besitz ergriffen und ließ ihn nicht wieder los. Und Rebecca drängte sich an ihn, um ihn zu kühneren Liebkosungen zu ermuntern. Suchend ließ Rebecca die Hand zu seinem Gürtel hinabgleiten, zog das Hemd aus der Hose und fuhr mit den Fingern unter den dünnen Stoff. »Wie schön es ist, ihn zu fühlen«, dachte sie benommen, während sie unter seinen Küssen aufstöhnte. Im nächsten Moment hob er sie hoch und trug sie zum Bett. Sanft fiel silbriges Mondlicht durch das Fenster und tauchte das Zimmer in ein unwirkliches Licht. Aber es war kein Traum. Eng umschlungen fielen Rebecca und Stephanos zusammen auf das Bett. »Sie wirkt so sensibel, so verletzlich«, dachte Stephanos. Eigentlich hätte er ihr zeigen müssen, wie tief er für sie empfand. Aber seine Leidenschaft ließ es nicht zu, behutsamer vorzugehen. Auch Rebecca schien von dieser Leidenschaft besessen zu sein. Ungeduldig begann sie, sein Hemd aufzuknöpfen. Als Stephanos ihr das Kleid vom Körper streifte, wand sie sich aufreizend und herausfordernd, als könne sie es kaum erwarten, nackt vor ihm zu liegen. Sein Mund schien überall zu sein, berührte jede Stelle ihres erhitzten Körpers. Rebecca bog sich dem Geliebten entgegen. Sie hatte alle Bedenken und Vorbehalte vergessen und wollte Stephanos nur noch spüren. Keuchend und stöhnend umarmten sie sich, voll heftiger Leidenschaft. Rebecca war bereit, Stephanos alles zu geben, was er von ihr fordern würde. Und sie begriff, dass dies die Liebe war, die wirkliche Liebe, die nichts mehr forderte, sondern nur geben wollte. Sie klammerte sich mit beinahe verzweifeltem Verlangen an ihn. Stephanos hatte das Empfinden, ihre Haut vibriere unter seinen Händen. Immer wieder sog er Rebeccas Duft ein, und er fühlte, dass sie jetzt bereit war, ihn zu lieben. Sie lag unter ihm, die Augen geschlossen. Dann konnte er sein Verlangen nicht mehr beherrschen. Mit ungezügelter Leidenschaft kam er zu ihr und war so berauscht, dass er ihren kleinen Schrei kaum vernahm. Da begriff er und wollte zurück, aber sie ließ es nicht zu. Sie wurden eins und vergaßen im wilden Wirbel der Lust alles um sich herum.
Überwältigt lag Rebecca da und hielt die Augen geschlossen. Nichts und niemand hatte sie auf das vorbereitet, was sie eben in Stephanos Armen erlebt hatte. Niemand hatte ihr gesagt, wie tief Leidenschaft und wie überwältigend Erregung sein konnten, wenn man liebte. Wenn sie es gewusst hätte, sie hätte schon vor vielen Jahren alles hinter sich gelassen und sich auf die Suche nach dem Mann ihrer Träume gemacht. Stephanos lag ebenfalls da und verfluchte sich insgeheim. Sie war unschuldig gewesen, so rein wie eine Quelle. Und er hatte sie benutzt, genommen und ihr wehgetan. Voller Abscheu vor sich selbst richtete er sich auf und griff nach einem Zigarillo. Eigentlich hätte er jetzt einen Cognac gebrauchen können, aber er wagte es nicht aufzustehen. Die Flamme des Feuerzeugs erleuchtete die Dämmerung des Raumes wie ein Blitz. Für einen winzigen Moment war Stephanos düsteres Gesicht sichtbar. »Warum hast du es mir nicht erzählt, Rebecca?« Langsam öffnete Rebecca die Augen. Sie schwamm immer noch auf einer Welle der Glückseligkeit. »Was?« »Warum hast du mir nicht erzählt, dass du noch nie mit einem Mann zusammen gewesen bist? Dass dies, dass ich dein erster Mann sein würde?« Ein anklagender Unterton lag in seiner Stimme. Jetzt erst wurde Rebecca sich bewusst, dass sie völlig nackt war. Sie errötete und versuchte, sich das Laken über den Körper zu ziehen. Sie hatte das Gefühl, eine kalte Dusche bekommen zu haben. »Ich habe nicht daran gedacht«, flüsterte sie. »Du hast nicht daran gedacht?« Sein Kopf fuhr herum. »Meinst du nicht, ich hätte ein Recht darauf gehabt, es vorher zu erfahren? Glaubst du wirklich, dies wäre geschehen, wenn ich geahnt hätte, dass du noch unberührt warst?« Rebecca hatte wirklich nicht darüber nachgedacht. Es hatte für sie einfach keine Rolle gespielt. Er war der Erste, und er würde auch der Einzige bleiben. Aber nun begriff sie schmerzlich, dass manche Männer nicht gern mit unerfahrenen Frauen schliefen. Sie empfand plötzlich tiefe Niedergeschlagenheit. »Du hast gesagt, du liebtest mich und dass du mich begehrtest. Alles andere zählte für mich nicht.« Rebeccas Stimme zitterte, und ein Schluchzen lag darin. Stephanos konnte es nicht überhören, und er fühlte sich schrecklich schuldig. »Doch, es zählt für mich«, antwortete er gepresst, stand auf und ging in den Nebenraum, um sich nun doch einen Cognac einzuschenken. Als sie allein war, atmete Rebecca bebend aus. Natürlich hatte er etwas anderes erwartet, nämlich eine erfahrene Frau. Er hatte angenommen, sie wäre erwachsen und wüsste, auf welches Spiel sie sich eingelassen hatte. Worte wie Liebe und Verlangen konnten durchaus verschiedene Bedeutung haben. Ja, er hatte gesagt, er liebte sie. Aber er hatte anscheinend etwas anderes damit gemeint als sie. Sie hatte sich lächerlich und ihn wütend gemacht, und sie hatte eine Affäre begonnen, die nur auf Träumen aufgebaut war. »Du hast ganz bewusst das Risiko auf dich genommen«, erinnerte sie sich, als sie aufstand. »Und nun bezahl auch den Preis dafür.« Stephanos hatte sich inzwischen ein wenig beruhigt, auch wenn der Ärger noch nicht ganz überwunden war, als er zum Schlafzimmer zurückging. Er hatte sich vorgenommen, alles wieder gut zu machen und ihr zu zeigen, wie schön es sein konnte. Und wie schön es in einer solchen Situation sein musste. Danach würden sie sich dann unterhalten. Ernsthaft und vernünftig. »Rebecca?« Aber als er sich im Raum umsah, fand er ihn verlassen vor. Rebecca war gerade dabei, ihre Kleider in ihre Reisetasche zu packen, als es an der Tür klopfte. Sie hatte sich ihren Morgenmantel übergezogen. Es klopfte noch einmal. Und sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, fest entschlossen, nicht zu öffnen. Noch einmal wollte sie sich nicht demütigen lassen. »Rebecca?« Stephanos Geduld war schnell erschöpft,
und er schlug heftig gegen die Tür. »Rebecca, mach auf!« Sie versuchte, das laute Klopfen zu ignorieren und packte weiter. »Geh«, dachte sie, »ich will dich nicht mehr sehen. Ich werde mir ein Taxi zum Flughafen nehmen und dann mit der nächsten Maschine abfliegen, egal wohin.« Ohne dass sie es bemerkte, rannen ihr die Tränen die Wangen hinab. Da hörte sie Holz brechen und rannte in den Flur. So wütend wie jetzt hatte Rebecca Stephanos noch nie gesehen. Sprachlos sah sie von ihm zu dem zersplitterten Türrahmen und dann wieder zu ihm. In diesem Moment tauchte Eleni mit schreckverzerrtem Gesicht hinter ihm auf. Sie hielt ihren Morgenmantel vor der Brust zusammen. »Stephanos, was ist geschehen? Ist...« Er fuhr herum und sagte heftig ein paar Sätze auf Griechisch zu ihr. Eleni sah ihn mit großen Augen an, warf Rebecca einen verständnisvollen Blick zu und ging zu ihrem Zimmer zurück. »Glaubst du, du kannst so einfach von mir davonlaufen?« Stephanos schloss die beschädigte Tür voller Schwung. »Ich wollte«, Rebecca räusperte sich, »ich wollte allein sein. Mir ist es ganz egal, was du willst.« Er wollte auf sie zugehen, blieb aber stehen, als er tiefe Furcht in ihren Augen sah. Es traf ihn wie ein Schlag. »Ich habe dich einmal gefragt, ob du Angst vor mir hättest. Jetzt weiß ich, dass du sie hast.« Rebecca stand regungslos da, und ihr liefen unentwegt die Tränen die Wangen hinab. Sie wirkte wehrlos und entsetzt zugleich. »Ich werde dir nie mehr wehtun. Ich verspreche es. Komm, wir gehen hinein.« Er schob sie ins Wohnzimmer. »Setz dich doch.« Als sie nur stumm den Kopf schüttelte und stehen blieb, sagte er, »aber ich werde mich setzen.« »Ich weiß, du bist wütend auf mich«, begann sie. »Ich will mich auch gern entschuldigen, falls es hilft, aber ich möchte allein sein.« Er blickte sie mit zusammengekniffenen Augen an. »Du willst dich entschuldigen? Für was?« »Für... was erwartet er denn?« dachte sie gedemütigt. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Für das, was geschehen ist. Dafür, dass ich es nicht vorhergesagt habe.« »Nun, wofür du willst«, fügte sie schließlich hilflos hinzu, als sie wieder weinen musste. »Nur lass mich allein.« »Gütiger Himmel!« Stephanos strich sich müde über das Gesicht. »Ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben so schlecht gehandelt zu haben.« Er stand auf, blieb aber sofort stehen, als sie zurückwich. »Ich weiß, du willst nicht, dass ich dich anfasse, aber vielleicht hörst du mir wenigstens zu.« Seine Stimme war rau. »Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich verstehe, was du empfindest und möchte es dabei belassen.« »Ich habe dich in einer Weise behandelt, die unentschuldbar ist.« »Ich will keine Entschuldigungen hören.« »Rebecca!« »Ich will es nicht.« Sie sprach nun mit erhobener Stimme. »Es ist allein meine Schuld.« Als er einen weiteren Schritt tat, rief sie von Furcht erfüllt aus. »Nein, nein, ich will nicht, dass du mich berührst. Ich könnte es einfach nicht ertragen.« Langsam atmete er aus. »Du verstehst es, Salz in die Wunden zu streuen.« Aber sie schüttelte den Kopf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen. »Am Anfang habe ich gedacht, es würde keine Rolle spielen. Ich wusste nicht, wer du warst oder dass ich mich in dich verlieben würde. Nun aber habe ich zu lange damit gewartet und dadurch alles verdorben.« »Wovon redest du eigentlich?« Vielleicht war es wirklich das Beste, ihm jetzt schonungslos die Wahrheit zu sagen. »Du hast einmal gesagt, du würdest mich kennen. Aber so ist es nicht, denn ich habe dich angelogen. Schon vom ersten Augenblick an.« Stirnrunzelnd sah er sie an. »Wann hast du gelogen?« fragte er langsam und setzte sich wieder. »Von Anfang an.« Er las tiefes Bedauern in ihren Augen. »Außerdem habe ich heute Abend herausgefunden, dass du mehrere Hotels besitzt.« »Das war kein Geheimnis. Was hat das mit uns zu tun?« Verständnislos schaute er sie an. »Es würde auch keine Rolle spielen, wenn ich nicht vorgegeben hätte, etwas zu sein, das ich gar nicht bin.« Resigniert ließ sie die Hände sinken. »Nachdem wir miteinander geschlafen hatten, begriff ich eins. Von mir getäuscht
hattest du Gefühle für mich entwickelt. Eine Frau, die es im Grunde genommen nicht gibt. Aber du stehst doch vor mir, Rebecca. Du existierst. Nein, nicht so, wie du denkst. Nun bereitete er sich auf das Schlimmste vor. Was hast du denn getan? Bist du aus den USA geflohen? Nein. Ja. Rebecca lachte traurig auf. Ja, ich bin davongelaufen. Ich komme aus Philadelphia, wie ich dir schon mal gesagt habe. Dort habe ich mein Leben lang gelebt. Bin dort zur Schule gegangen und habe gearbeitet. Sie suchte in ihrem Morgenmantel nach einem Taschentuch. Ich bin Buchhalterin. Stephanos blickte sie an, während sie sich die Nase putzte. »Wie bitte?« fragte er verständnislos. »Ich sagte, ich bin Buchhalterin«, stieß Rebecca hervor, wandte sich ab und stellte sich mit dem Rücken zu ihm ans Fenster. »Ich kann mir dich schwer beim Zusammenzählen von Zahlenkolonnen vorstellen, Rebecca, aber wenn du dich hinsetzen würdest, könnten wir vielleicht darüber sprechen.« »Hörst du nicht? Ich bin Buchhalterin. Bis vor einigen Wochen arbeitete ich noch als Angestellt für McDowell, Jablecki und Klein in Philadelphia.« »Gut, aber was hast du denn nun getan? Kundengelder unterschlagen?« Da konnte Rebecca nicht anders. Sie warf den Kopf in den Nacken und lachte lauthals los. »Nein, ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts Unrechtes getan«, sagte sie, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte. »Ich habe noch nicht einmal einen Strafzettel für Falschparken erhalten. Ich habe nichts getan, was über das Normale hinausging, bis vor einigen Wochen.« »Wie meinst du das?« »Ich habe niemals Weiterreisen unternommen. Noch nie hat mir ein Mann eine Flasche Champagner an den Tisch geschickt. Ich bin niemals im Mondschein am Mittelmeer mit einem Mann spazieren gegangen. Und ich habe auch nie einen Geliebten gehabt.« Er sagte nichts, sondern blickte Rebecca nur verblüfft an. »Ich hatte einen gut bezahlten und interessanten Job, und mein Auto war bar bezahlt. Ich hatte mein Geld gut angelegt, um im Alter versorgt zu sein. Meine Freunde kannten mich immer nur als sehr zuverlässig. Sie wussten, sie konnten auf Rebecca zählen. Wenn sie einen Rat oder jemanden brauchten, der ihre Katze pflegte, dann mussten sie nicht lange überlegen. Ich kam nie zu spät zur Arbeit oder ging 5 Minuten früher zum Mittag, wie viele meiner Kollegen.« »Sehr lobenswert«, war sein einziger Kommentar. »Also genau der Typ Angestellte, den du gern einstellen würdest, kann ich mir vorstellen.« Er lachte vor sich hin, denn er hatte ganz andere Geständnisse erwartet. Er hatte mit der Existenz eines Ehemanns oder sogar mehrerer gerechnet. Oder damit, dass sie vielleicht sogar wegen einer Jugendsünde einmal im Gefängnis gesessen hatte. Stattdessen erfuhr er nun von ihr, dass sie eine Buchhalterin gewesen war, die ihre Pflichten ernst nahm. »Ich habe nicht das Bedürfnis, dich einzustellen, Rebecca.« »Du wirst deine gute Meinung über mich sowieso gleich ändern, wenn du den Rest hörst.« Stephanos schlug die Beine übereinander und lehnte sich zurück. »Ich kann es kaum erwarten, wenn ich ehrlich bin.« »Meine Tante starb unerwartet, vor ungefähr 3 Monaten.« »Das tut mir leid. Ich weiß, wie es ist, wenn man jemanden verliert, der einem nahesteht.« »Sie war meine einzige Verwandte.« Rebecca stieß die Balkontüren auf. Gleich darauf erfüllte die laue, würzige Nachtluft den Raum. »Ich konnte anfangs nicht begreifen, dass sie plötzlich nicht mehr da war. Es kam so ohne jede Vorwarnung, weißt du. Aber es blieb mir nichts anderes übrig, trotz meines Kummers, alles in die Hand zu nehmen. Die Beerdigung, die Regelung der Erbschaftsangelegenheiten. Tante Ginny war zeitlebens ein ordentlicher und nüchterner Mensch gewesen. So fand ich alles an seinem Platz. Man hat mich übrigens oft mit meiner Tante verglichen.« Da Stephanos merkte, dass sie noch nicht fertig war, sagte er nichts, sondern sah sie interessiert weiter an. »Aber schon sehr bald nach ihrem Tod geschah etwas Seltsames mit mir. Eines Tages dachte ich über mein Leben nach und fand es schrecklich langweilig.« Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich war eine korrekte und fleißige Angestellte, wie meine Tante es gewesen war.
besaß etwas Geld und hatte eine Reihe guter Freunde. Ich sah in die Zukunft und wusste, selbst in 10, 20 Jahren würde mein Leben noch immer so aussehen wie heute. Da konnte ich es nicht mehr ertragen. Sie drehte sich wieder zu ihm um. Die leichte Brise erfasste den hauchdünnen Stoff des Morgenmantels und wehte ihn um ihre Beine. Ich kündigte und verkaufte alles. »Du hast alles verkauft?« fragte er ungläubig. »Ja, alles, was ich besaß. Mein Auto, meine Wohnung, Möbel, Bücher, Geschirr, alles. Ich wechselte den Erlös in Reisechecks ein, ebenso wie das kleine Erbe, das ich von meiner Tante bekommen hatte. Es waren Tausende von Dollars. Nun, für dich mag es keine große Summe sein, aber ich hatte mir nie vorstellen können, jemals frei über so viel Geld verfügen zu dürfen.« »Warte einmal.« Stephanos hob die Hand, weil er nicht sicher war, alles richtig verstanden zu haben. »Du willst mir erzählen, du hast alles, was du besessen hast, zu Geld gemacht? Wirklich alles?« Rebecca war sich noch niemals dümmer vorgekommen, aber sie sah ihn trotzig an. »Ja, bis hin zu meinen Kaffeetassen.« »Erstaunlich«, sagte er leise vor sich hin. »Ich kaufte mir neue Kleider, neue Koffer und flog nach London, erster Klasse. Ich hatte nie zuvor in einem Flugzeug gesessen.« »Du warst noch nie geflogen und hast gleich einen Transatlantikflug gebucht?« Sie hörte nicht die Bewunderung in seiner Stimme, sondern für sie klang es wie Belustigung. »Ja, ich wollte einmal etwas anderes sehen als das Gewohnte. Jemand anderer sein.« So stieg ich im Ritz ab. Danach flog ich weiter nach Paris, um mir die Haare schneiden zu lassen. »Du bist zum Haareschneiden nach Paris geflogen?« Er konnte es nicht fassen, hütete sich aber zu lächeln. »Ich hatte von einem berühmten Haarstylisten gehört. Ja, und so flog ich eben dorthin.« In Philadelphia war sie ihr Leben lang zur selben Friseuse gegangen. Aber das brauchte er ja nicht zu wissen. Sicher würde es ihn auch nicht sonderlich interessieren. »Anschließend flog ich direkt hierher nach Griechenland und traf dich. Wir lernten uns kennen und ich ließ den Dingen einfach ihren Lauf.« Tränen stiegen ihr in die Augen. »Du warst so interessant. Und ich fühlte mich gleich zu dir hingezogen. Du schienst dich auch für mich zu interessieren, zumindest für die du mich hieltest. Ich hatte noch nie eine Liebschaft. Noch nie hat mich ein Mann so angesehen wie du.« Stephanos überlegte sich seine Worte sehr gut, ehe er sprach. »Willst du ausdrücken, ich sei für dich so etwas wie ein Abenteuer gewesen, ähnlich wie dein spontaner Flug nach Paris zum Haareschneiden?« Sie würde ihm nie erklären können, was er ihr wirklich bedeutete. »Erklärungen und Entschuldigungen spielen in diesem Augenblick keine Rolle mehr.« »Es tut mir leid, Stephanos. Es tut mir alles sehr leid.« Stephanos sah nicht die Tränen in ihren Augen, er hörte nur ihr Bedauern. »Willst du dich dafür entschuldigen, dass du mit mir geschlafen hast, Rebecca?« fragte er langsam. »Ich entschuldige mich für alles, was du willst. Ich wollte, ich könnte wieder gut machen, was ich getan habe. Mir fällt aber nicht ein, wie. Es sei denn, ich stürzte mich aus diesem Fenster.« »Ich glaube nicht, dass du zu solch drastischen Mitteln greifen musst. Es würde vielleicht reichen, wenn du dich für eine Weile ruhig hinsetzen würdest.« Rebecca schüttelte den Kopf und blieb stehen, wo sie war. »Ich kann heute Abend nicht mehr weiter darüber sprechen, Stephanos. Es tut mir leid. Du hast dann recht, böse auf mich zu sein.« Er stand ungeduldig auf. Dann sah er, dass Rebecca blass war und verletzlich wirkte. »Ich habe sie vorher nicht anständig behandelt«, dachte er betroffen. »Ich sollte es wenigstens jetzt tun.« »Gut. Dann morgen, wenn du dich ausgeruht hast.« Er wollte schon auf sie zugehen, unterließ es dann aber doch. Es würde Zeit brauchen, wenn er ihr beweisen wollte, dass es auch andere Wege gab, jemanden zu lieben. Zeit, um sie zu überzeugen, dass Liebe mehr als ein Abenteuer sein konnte. »Du sollst wissen, dass es mir leid tut, was heute Abend geschehen ist. Aber auch darüber können wir morgen sprechen.« Obwohl er ihr am liebsten über die blasse Wange gestrichen hätte, tat er es nicht. »Ruh dich aus.«
Seine Fürsorglichkeit tat ihr weh. Sie nickte nur stumm. Stephanos ging und machte vorsichtig die beschädigte Tür hinter sich zu. Seine Worte klangen ihr noch lange in den Ohren. Er bedauerte alles, was heute Abend geschehen war. Also auch, dass er mit ihr geschlafen hatte. Sie konnte jetzt tatsächlich nur noch eins tun: aus seinem Leben verschwinden. Natürlich lag es an ihr. Rebecca hatte mindestens ein halbes Dutzend vielversprechende Anzeigen gefunden, aber nicht eine einzige davon hatte sie ernsthaft interessiert. Wie konnte sie auch? In den vergangenen 2 Wochen hatte sie nur an eines denken können: Stephanos. Unlustig unterstrich sie dennoch die entsprechenden Anzeigen. Was mochte er empfunden haben, als er zurückgekommen war und sie nicht mehr vorgefunden hatte? Missmutig schaute sie aus dem Fenster ihrer kleinen Mietwohnung. Sie hatte sich die ganzen Tage vorgestellt, er würde fieberhaft nach ihr suchen und dabei keine Kosten scheuen. Aber die Wirklichkeit ist leider nicht so romantisch, sagte sie sich seufzend. Bestimmt war er erleichtert, dass sie von sich aus das Weite gesucht hatte und wieder aus seinem Leben verschwunden war. Und nun war es an der Zeit, wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen. Das Wichtigste, eine Wohnung, besaß sie bereits. Es war ein hübsches 2-Zimmer-Apartment mit einem kleinen Garten. Es gefiel ihr besser als ihre alte Wohnung, die in einem Neubau im 5. Stock gelegen hatte. Dieses Apartment lag zwar schon fast außerhalb der Stadt, aber sie konnte hier am Morgen die Vögel singen hören. Es gab einen wundervollen Ausblick auf alte Eichen und grüne Ahornbäume. Zudem konnte sie in ihrem Garten Blumen pflanzen und ein wenig Gemüse ziehen. Rebecca hatte sich auch ein paar Möbel gekauft, wobei es sich wirklich nur um wenige handelte. Ein Bett, ein schöner alter Tisch und ein Stuhl. Schränke hatte sie nicht zu kaufen brauchen, da es in der Wohnung Einbauschränke gab. Früher hatte sie sich eine ganze Wohnungseinrichtung auf einmal gekauft, inklusive Vorhänge. Aber nun tat sie das, was sie sich früher immer heimlich gewünscht hatte: ein schönes Stück für die Wohnung zu suchen und dann zu kaufen. Und nicht, weil es haltbar und praktisch war, sondern weil es ihr gefiel. Es hatte sich viel geändert in ihrem Leben. Und auch sie hatte sich verändert. Sogar die Haare trug sie jetzt anders als früher. Unwillkürlich fuhr ihre Hand hinauf zu ihrem Kopf. Rebecca würde niemals mehr die Frau sein, die sie noch vor so kurzer Zeit gewesen war. Oder vielleicht anders ausgedrückt: sie würde die Frau sein, die sie eigentlich immer gewesen war, die sie aber nie hatte annehmen wollen. Aber warum sitze ich dann hier und kreise Anzeigen ein, die mich eigentlich nicht interessieren? Fragte sie sich selbstkritisch. Warum plane ich eine Zukunft, die ich mir gar nicht wünsche? Vielleicht würde sie nie den Mann bekommen, den sie sich so sehr erträumte. Es wurde keine Picknicks unter Olivenbäumen, keine romantischen Spaziergänge und keine Nächte voller Leidenschaft mehr geben. Aber sie hatte immer noch ihre Erinnerungen und ihre Träume. Es würde kein Bedauern geben, was Stephanos betraf, nicht jetzt und auch nicht in der Zukunft. Sie war stärker als früher, sicherer und freier. Und das Wichtigste war, sie hatte es allein geschafft. Rebecca lehnte sich im Stuhl zurück. Nichts reizte sie weniger, als wieder ins Büro zu gehen und Zahlenkolonnen zu addieren, Gewinn und Verlust auszurechnen. Ich werde es auch nicht, dachte sie plötzlich entschlossen. Sie würde sich nicht auf die Jagd nach einem guten Job und ihre Karriere von anderen abhängig machen. Nein, sie würde selbst eine Firma eröffnen. Natürlich würde es eine sehr kleine sein, zumindest am Anfang. Warum nicht? Sie hatte die Kenntnisse und die nötige Erfahrung. Und auch den Mut dazu. Es würde nicht einfach sein und riskant. All ihr verbliebenes Geld würde gerade für das Anmieten des Büros, dessen Einrichtung und Anzeigen reichen.
Voller Begeisterung sprang sie auf und suchte nach einem Notizblock. Sie wollte zuerst eine Liste aufstellen, nicht nur von den Dingen, die sie erledigen musste, sondern auch derjenigen, die sie anrufen wollte. Sie überlegte sogar, ob sie sich an ihre früheren Arbeitgeber wenden sollte. Es bestand eine winzige Chance, dass man sie an Kunden empfehlen würde, um sie nicht abweisen zu müssen. Es klopfte an der Tür. Einen Augenblick bitte. Rasch kritzelte sie ihren letzten Gedanken auf den Block, dann eilte sie zur Tür und öffnete. Es war Stephanos. Noch ehe Rebecca sich von ihrer Überraschung erholt hatte und etwas sagen konnte, hatte er sie zur Seite gedrängt und die Tür hinter sich zugeschlagen. »Was hattest du eigentlich vor?« Zornig sah er sie an. »Wolltest du mich zum Wahnsinn treiben, oder hast du dir nichts dabei gedacht?« »Ich...« Rebecca kam erst gar nicht dazu, nach den richtigen Worten zu suchen. Er riss sie einfach in die Arme, und dann fühlte sie seine Lippen auf ihrem Mund. Es war kein sanfter, sondern ein harter, fordernder Kuss. Rebecca ließ den Block zu Boden fallen und schlang die Arme um seinen Hals, ohne lange zu überlegen. Aber da schob Stephanos sie auch schon wieder unsanft von sich. »Was für ein Spiel spielst du eigentlich, Rebecca?« fragte er böse, nachdem er sich wieder von ihr gelöst hatte und begann im Raum auf und ab zu wandern. Er war unrasiert, seine Kleidung war zerknittert, und doch war es der schönste Anblick, den Rebecca sich vorstellen konnte. »Stephanos, ich habe 2 Wochen und sehr viel Mühe aufgewandt, um dich zu finden«, unterbrach er sie. »Ich dachte, wir hätten vereinbart, uns noch einmal zu unterhalten. Ich war ziemlich überrascht, als ich erfuhr, dass du nicht nur Griechenland, sondern sogar Europa wieder verlassen hattest.« Er fuhr herum und sah sie scharf an. »Warum?« Rebecca hatte Mühe, ihm zu antworten. »Weil ich es für das Beste hielt, zu gehen«, sagte sie schließlich. »So, das dachtest du.« Er trat einen Schritt auf sie zu und wirkte sehr zornig. »Für wen denn?« »Für dich. Für uns beide.« Rebecca ertappte sich dabei, dass sie nervös mit den Aufschlägen ihres Morgenmantels spielte, und ließ die Hände sinken. »Ich wusste, du warst böse auf mich, weil ich dich angelogen hatte. Du hattest es längst bereut, dich mit mir eingelassen zu haben. Deswegen war ich sicher, es wäre besser für uns, wenn ich davonliefe.« Sie hob trotzig das Kinn. »Gehen würde.« »Du hast gesagt, du liebtest mich.« Rebecca schluckte. »Ich weiß.« »War auch das eine Lüge?« »Bitte nicht«, flüsterte sie und sah ihn flehentlich an. »Stephanos, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Ich bin gerade dabei, etwas aus meinem Leben zu machen, etwas, das nicht nur vernünftig ist, sondern mich auch zufrieden und glücklich machen kann. In Griechenland war ich ebenfalls glücklich. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, ob es richtig war, was ich tat. Die Zeit mit dir war...« »War was?« Rebecca drehte sich wieder zu ihm herum. Ihr war zumute, als hätte es die vergangenen 2 Wochen überhaupt nicht gegeben. Wieder stand sie vor ihm und versuchte zu erklären, was so schwer zu erklären war. »Es war das Schönste, das Wichtigste und das Kostbarste, was ich je erfahren habe. Ich werde es niemals vergessen, Stephanos. Und ich werde für diese wenigen Tage immer dankbar sein.« »Dankbar.« Er wusste nicht, ob er wütend sein oder lachen sollte. Er trat zu ihr und nahm ihr Gesicht in beide Hände. »Dankbar? Wofür? Dafür, dass ich mit dir geschlafen habe? Eine schnelle und kurze Affäre, ohne jede Folgen?« »Nein«, sie sah ihm ins Gesicht. »Bist du den weiten Weg hierher gekommen, damit ich mich noch schuldiger fühle?« »Ich bin hierher gekommen, weil ich das zu Ende führen will, was ich angefangen habe, Rebecca.« »In Ordnung«, sagte sie und holte tief Luft. »Wenn du mich jetzt loslässt, dann können wir miteinander reden. Möchtest du einen Kaffee?« »Hast du dir ein neues Kaffeegeschirr gekauft?« »Ja.« War das Humor, was sie in seinen Augen las?
aber ich habe nur einen Stuhl. Du kannst dich ja draufsetzen, während ich in die Küche gehe und Kaffee koche.« Er nahm ihren Arm. »Ich will keinen Kaffee, ich will keinen Stuhl und auch keine nette Unterhaltung.« Rebecca seufzte. »Also gut, Stephanos, was willst du?« »Dich.« Ich dachte, das hätte ich hinreichend klar gemacht. Er sah sich in dem Zimmer um. »Ist es das, was du möchtest? Ein paar Räume, in denen du allein lebst?« »Ich will das Beste aus meinem Leben machen. Ich habe mich bereits bei dir entschuldigt. Mir ist klar, dass ich dich betrogen habe,« vollendete er ihren Satz. Dann hob er den Zeigefinger. »Diesen Punkt wollte ich geklärt haben. In welchem Punkt hast du mich getäuscht?« »Dadurch, dass ich dich habe glauben lassen, ich sei jemand, der ich gar nicht war.« »Du bist keine schöne, interessante Frau? Keine leidenschaftliche Frau?« Erstaunt sah er sie an. »Rebecca, ich bin kein unerfahrener Teenager. Ich glaube einfach nicht, dass du mich in jener Beziehung so sehr hättest täuschen können.« »Er will mich absichtlich durcheinander bringen,« dachte Rebecca. »Ich habe dir doch gesagt, was ich getan habe.« »Was du getan hast und wie du es getan hast.« Bei den letzten Worten hob er wieder die Hand und begann, ihren Hals zu streicheln. Sein Zorn hatte ihre Knie nicht zum Zittern gebracht, aber nun fühlte sie, wie sie bebten. »Du bist nach Paris geflogen, um dir die Haare schneiden zu lassen. Du hast einen sicheren Job aufgegeben, um fortan dein Leben zu genießen. Du hast mich fasziniert.« Er küsste sie und zog sie an sich. »Meinst du, es wäre dein bisheriges Leben gewesen, das mich an dir so fasziniert hat?« »Du warst böse auf mich.« »Ja, böse, weil ich annahm, ich wäre nur ein Teil deines Experiments gewesen. Und nicht nur böse, sondern fürchterlich wütend, kann ich dir sagen.« Noch einmal küsste er sie leidenschaftlich und fordernd. »Wütend, weil ich nur benutzt werden sollte. Soll ich dir sagen, wie wütend? Ich konnte die letzten 2 Wochen nicht arbeiten, nicht denken, weil ich dich überall vor mir sah und dich doch nirgendwo finden konnte.« »Ich musste gehen.« Rebecca schob ihre Finger unter sein Hemd. Sie wollte ihn nur noch einmal spüren, ihn berühren. »Als du sagtest, du bedauertest es, mit mir geschlafen zu haben.« Da erst bemerkte sie, was sie tat, und trat hastig einen Schritt zurück. Er schaute sie einen Moment wortlos an, dann fluchte er leise vor sich hin und ging wieder rastlos auf und ab. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mich jemals so dumm benehmen könnte. Ich habe dich in jener Nacht in einer ganz anderen Weise verletzt, als ich selbst angenommen hatte. Und dann verhielt ich mich weniger diplomatisch als bei einem meiner unwichtigsten Geschäfte.« Er sprach nicht weiter. Zum ersten Mal sah Rebecca, wie abgespannt er aussah. »Du siehst müde aus. Komm, setz dich. Ich werde dir etwas zu essen und zu trinken bringen.« Einen Moment lang presste er die Finger auf die Augen. »Du hast mich schwach gemacht, Rebecca. Und du hast mir gezeigt, dass ich noch nicht der Mann bin, der keinen Fehler mehr begeht. Ich bin erstaunt, dass du mir überhaupt noch gestattest, einen Fuß in deine Wohnung zu setzen. Du hättest eher...« Er brach ab, weil sein Zorn auf einmal verraucht war. Alles, was er jemals im Leben wirklich brauchte, las er in ihren Augen. »Ein Mann bekommt nicht oft so viele Chancen, glücklich zu werden«, dachte er. »Rebecca, ich habe niemals bedauert, mit dir geschlafen zu haben. Es war nur die Art, wie es geschehen ist. Zu viel Verlangen und zu wenig Verständnis für dich. Ich werde es immer bedauern, dass es beim ersten Mal zu viel Hitze, aber keine Wärme gegeben hat.« Er nahm ihre Hand und küsste sie zart. »Für mich war es wundervoll, Stephanos.« »In gewisser Weise ja. Sie ist immer noch so unschuldig«, dachte er, »noch immer so großzügig und bereit zu vergeben. Ich war weder geduldig noch zärtlich zu dir,
so wie jede Frau es beim ersten Mal erwarten darf. Rebecca spürte Hoffnung in sich aufsteigen. Das hat mir nichts ausgemacht. Aber es ist wichtig, wichtiger, als ich dir zu sagen vermag. Nachdem du mir alles gesagt hattest, zählte es sogar noch viel mehr. Wenn ich getan hätte, was ich eigentlich hatte tun wollen, dann wärest du nicht fortgegangen. Aber ich dachte, du brauchtest mehr Zeit, bevor ich dich wieder berühren durfte. Er küsste ihre Fingerspitzen. Lass mich dir jetzt zeigen, was ich dir damals zeigen wollte. Stephanos sah ihr tief in die Augen. Willst du? Ja. Es gab für sie nun keine andere Antwort mehr. Stephanos nahm sie auf die Arme. Vertraust du mir? Fragte er rau. Ja. Rebecca, ich möchte dich noch etwas fragen. Was denn? Hast du ein Bett? Rebecca fühlte, wie ihr das Blut ins Gesicht stieg, obwohl sie lachen musste. Dort, drüben, in dem Zimmer. Stephanos trug Rebecca langsam ins andere Zimmer. Die Sonne schien auf das Bett, als er sie langsam darauf gleiten ließ und sich zu Rebecca legte. Und dann küsste er sie, sanft und voller Zärtlichkeit. Rebecca lag nur da und genoss es, endlich wieder seine erregenden Liebkosungen zu spüren. Sie hatte mit ihm die Verzweiflung erlebt, die die Liebe mit sich bringen konnte, und auch die Hitze der Leidenschaft. Aber nun zeigte er ihr, was Liebe noch bedeutete. Und sie stand ihm in nichts nach. Stephanos hatte geglaubt, er würde sie lehren, nicht er selbst etwas lernen müssen. Aber er lernte etwas, und ihr Verlangen war so stark wie beim ersten Mal. Diesmal ließen sie sich jedoch Zeit. Rebecca atmete heftiger, als sie nackt nebeneinander lagen. Sie verstand nun und fühlte sich stark und sicher. Sie zitterte, aber es war keine Furcht, sondern die Erwartung, die sie zittern ließ. Unter seinen erregenden Liebkosungen bog sie sich ihm entgegen. Als er dann mit den Lippen ihre Knospen umschloss, stöhnte sie auf. Stephanos tat alles, um ihre Erregung zu steigern und ihr Verlangen zu schüren, bis sie seinen Namen rief und sich unter seinen Händen aufbäumte. Stephanos kam zu ihr und fühlte, wie ein Beben über ihren Leib lief. Sag mir, dass du mich liebst. Sieh mich an und sag es mir, flüsterte er heiser. Rebecca öffnete die Augen. Sie vermochte kaum zu atmen, als sie sich im selben Rhythmus zu bewegen begannen. So als seien sie eins. Sie sah ihm in die Augen und hatte das Gefühl, sich darin zu verlieren. Ich liebe dich, Stephanos. Dann hatte sie das Gefühl zu fallen. Immer schneller und immer tiefer. Hinab, bis auf den tiefsten Grund. Und wieder bis in die höchsten Höhen. Und er war immer bei ihr. Schließlich lagen sie still und schwer atmend da. Stephanos streichelte Rebeccas Haar und fühlte langsam seine Erregung abflauen. Sie war unschuldig. Und dennoch hatte sie in ihm eine Leidenschaft erweckt, wie er sie noch bei keiner Frau erlebt hatte. Und es war mehr als Leidenschaft. Er war eins mit ihr in Körper und Herz gewesen. Wir haben dies alles schon einmal erlebt, flüsterte er. Fühlst du das auch? Sie nahm seine Hand und spielte damit. Ich habe niemals an so etwas geglaubt, bis ich dich kennenlernte. Wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich das Gefühl, ich erinnere mich an etwas, das weit zurückliegt. Sie hob den Kopf und sah ihn an. Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht sollte man gar nicht versuchen, alles zu erklären,
Ich liebe dich, Rebecca, und das ist genug für mich.« Sie strich ihm zart über die Wange. »Ich möchte nicht, dass du etwas sagst, das du nicht empfindest«, meinte sie unsicher. »Wie kann eine Frau einerseits so klug und zugleich so dumm sein?« Stephanos schüttelte in gespielter Verzweiflung den Kopf und rollte sich dann auf sie. »Kein Mann fliegt von einem Kontinent zum anderen, um eine Frau zu suchen, damit er mit ihr schlafen kann, und sei es auch noch so schön. Ich liebe dich wirklich. Und auch wenn es mich für eine gewisse Zeit ziemlich verwirrt hat, so habe ich mich doch inzwischen daran gewöhnt.« »Verwirrt?« »Nun ja, ich habe mich all die Jahre für einen Mann gehalten, der wirklich frei ist. Doch dann kommt eine Frau daher, die all ihren Besitz verkauft und ihren guten Job aufgibt, nur um auf Korfu Fotos von wilden Bergziegen zu machen.« »Ich habe nicht vor, mich in dein Leben einzumischen.« »Du hast es bereits getan.« Stephanos lächelte, als sie sich ihm zu entziehen versuchte. »Die Ehe schafft, verglichen mit dem Junggesellenleben, eine gewisse Unfreiheit, aber sie gibt auch viele neue Freiheiten.« »Was soll das heißen?« »Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Und zwar sehr bald. Am liebsten sofort.« »Ich habe nie gesagt, dass ich dich heiraten will.« »Nein, aber du wirst es.« Er begann sie wieder zu streicheln. »Ich kann sehr überzeugend sein.« »Ich brauche Zeit zum Nachdenken«, brachte sie mühsam hervor, weil sie erneut diese süße Erregung spürte. »Stephanos, die Ehe ist eine ernsthafte Angelegenheit.« »Der Meinung bin ich auch. Tödlich ernst.« Er zwinkerte ihr zu. »Vielleicht sollte ich dich warnen. Ich habe nämlich beschlossen, jeden Mann umzubringen, der dich länger als 20 Sekunden lang ununterbrochen ansieht.« »Wirklich?« Rebecca lachte. Stephanos sah sie mit einem Lächeln an, das ihr Herz schneller schlagen ließ. »Ich kann dich nicht wieder gehen lassen. Ich kann und will es nicht. Komm mit mir zurück. Heirate mich, Rebecca.« »Stephanos!« Er legte ihr den Zeigefinger auf die Lippen. »Ich weiß, um was ich dich bitte. Du hast bereits Pläne für ein neues Leben gemacht. Wir sind nur einige wenige Tage zusammen gewesen, aber ich kann dich glücklich machen. Ich kann dir auch versprechen, dass ich dich mein Leben lang lieben werde. Ich schwöre dir, du wirst es niemals bereuen.« Sie küsste ihn sanft. »Ich habe mich immer gefragt, was ich finden werde, wenn ich einmal wirklich meine Augen aufmache. Ich habe dich gefunden, Stephanos.« Sie lachte glücklich auf und schlang die Arme um ihn. »Wann reisen wir ab?«